lauter machen, dass es der Brille wie ein Affe. Ihr werdet fast kein Stehen. Eins, zwei. Liebe Freunde, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Wir haben vor einer Woche erst eine Veranstaltung gemacht, aber die Umstände entsprechend mussten wir gleich eine nachlegen. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Diese Veranstaltung haben wir in der Kooperation mit dem Bregenzer Querdenker gemacht. Dazu möchte ich begrüßen Armin Hertz. Hallo Wien. Klaus Kuske. Und Alexander Ehrlich. Und als Mitmoderator mein Freund Martin Luther. Der oberste Verschwörungstheoretiker Kurz sagte vor wenigen Tagen noch, es gibt keine Zwangsimpfung. Leute, das war eine Lüge. Jawohl! Mit 1.9. wurde das Arzneimittelgesetz, das Epidemiegesetz und das Tuberkulosegesetz verändert. Das heißt, es ist jetzt mittlerweile möglich, wenn Leute, die einen positiven PCR-Test haben, zwangsgeimpft werden, Freunde. Ist das möglich? Ja. Weiteres ist es so, dass jetzt die Ampel eingeführt wurde. Das heißt, es könnte jetzt momentan so sein, dass Wien zum Beispiel in Quarantäne gesetzt wird, und ihr habt einen Job am Flughafen oder draußen in der Shopping City Süd. Natürlich könnt ihr zu Hause bleiben, aber dann werdet ihr wahrscheinlich euren Job los. Der Anschober hat ein Angebot für euch. Ihr müsst euch zwangsimpfen mit dieser scheißigen Impfung, Freunde! Diese RNA-Impfung wurde noch nie zuvor genehmigt. Warum? Weil sie gefährlich ist. Sie verändert genetisch euer Erbmaterial, Freunde. Man kann noch nicht absehen, was passiert. Einige werden sterben, Tausende werden Krebs bekommen, Sprachverlust etc. Man weiß es noch nicht. Freunde, das dürfen wir sich gefallen lassen! Weiteres wurde in den Pflegeheimen die Einzelhaft bis Ende Jänner verlängert, Freunde. Das heißt, alle Menschen, die in den Pflegeheimen sind, werden wieder eingesperrt in dunkle Räume ohne Frischluft. Leute, wollen wir so unsere Alten schützen? Diese Faschisten schützen nicht unsere Alten. Sie töten sie! Wir alle sind Menschen, wir sind Hordentiere. Wir brauchen Liebe, wir brauchen Umarmung. Wir brauchen Liebkosung. Jede Umarmung macht unser Immunsystem und das Zehnfache stärker, Freunde. Und diese Leute wollen, dass wir eingesperrt werden zu Hause bis 21! Ja. Leute, so kann man nicht die Menschen schützen. Zuerst waren es die Alten, mittlerweile sind es die Jungen. Ich habe eine Tante, die wurde 105 Jahre alt. Mit 95 kam sie ins Pflegeheim, eines der schönsten Pflegeheime von Wien. Alles gab es dort, vom Kino, Theater etc. Auch das Essen war top. Und trotzdem wollte sie nicht mehr leben. Sie wurde angeschlossen an Sonden, gewickelt etc. Sie wollte nur eines, sterben. Sie sagte, Hannes, gib mir etwas, dass ich sterben kann. Wollen wir unsere Alten die letzten Monate, den letzten Lebensabend so versauen, dass sie in den Zimmern eingesperrt werden müssen, Freunde? So schützen wir nicht unsere Menschen! Meine Tante bestellt jetzt zweimal in der Woche zwei Grahamweckerl, obwohl sie immer ein perfektes Frühstück bekam. Und irgendwann dann bin ich draufgekommen, warum. Sie wollte nicht die zwei Grahamweckerl. Sie wollte Besuch haben. Sie wollte umarmt werden. Sie wollte geküsst werden. Freunde, das brauchen wir als Menschen! Und an die Regierenden sage ich nur eines.
Wir werden euch für all das Leid, das ihr angerichtet habt, werden wir euch zur Rechenschaft ziehen! Ihr Verbrecher! Liebe Freunde, ich gebe jetzt an meinen Freund Martin Luther weiter. Der wird dann weiter moderieren. Ich bedanke mich. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, Wien! Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, hier zusammen mit dem Veranstalter, mit dem Hannes Brecher, kurz ein bisschen zu moderieren, bevor ich dann weiter übergebe. Viele von uns erinnern sich, denke ich, am 29.08. nicht nur an Berlin, sondern auch an etwas, was hier passiert ist, wo Menschen gespürt haben, wie viel wir sind und dass wir uns nur gegen unseren Widerstand das gefallen lassen, was man uns aufzwängen will. Dieser Widerstand muss weitergehen. Friedlich, selbstverständlich, aber vollkommen konsequent. Denn wenn man hergeht und glaubt, man könnte uns zu all den Dingen zwingen und wir wären alle einverstanden, ich glaube, da hat unsere Regierung unser Volk vollkommen unterschätzt. Widerstand! 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 Sehr geehrte Damen und Herren, de facto haben wir jetzt heute eine Notdemo, so kann man das sagen, aufgrund der vor kurzem eingeführten Vorgaben von oben. Wir dürfen dort auch ganz besondere Menschen begrüßen. Aber ich möchte zuerst fragen, wer kann sich noch daran erinnern? Wie war das beim letzten Mal am 29.08.? Grüße nach... Jawohl! Grüße nach Berlin! Haben tausende Menschen hier gerufen. Und die freuen sich, glaube ich, dass das gerufen wurde. Und einige sind auch gekommen. Und da freuen wir uns ganz besonders unter anderem auf Dr. Bodo Schiffern und Samuel Eckert. Und gleich fürs nächste Mal, auch wenn es diesmal, und es sind so viele Menschen da, wirklich, und da kann man nur richtig stolz sein, und es sind ja viele Menschen in unseren Farben, was mich auch sehr freut. Am 19.09. findet die nächste Demonstration statt, und wir sind sicher um einiges mehr, weil wir haben viel mehr Zeit, um es vorzubereiten, und ich freue mich, wenn ich jeden Einzelnen dann auch sehen werde. Ich darf jetzt übergeben an jemanden, der uns allen einen sehr großen Gefallen gemacht hat. Der mit seinen Kontakten nach Deutschland auch dafür gesorgt hat, dass die großartigen Menschen heute hier sind. Ich darf den Chef von Querdenken Bregenz begrüßen. Ich darf den lieben Armin Elfs begrüßen und darf die Moderation jetzt an ihn übergeben. Werde mich später noch einmal zu Wort melden und ich freue mich sehr, dass so viele da sind. Das nächste Mal sind wir noch mehr. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Wiener. Vielen Dank, liebe Mitstreiter hier in Wien. Wir haben, wie es Martin schon angekündigt hat, eine Notdemo heute. Warum Notdemo? Ganz einfach. Am 12. August hat unsere Bundesregierung einen Gesetzesänderungsentwurf zur Begutachtung veröffentlicht. Die Begutachtungsfrist ist bereits am 28. nach nur 16 Tagen abgelaufen und die nächste Parlamentssitzung findet am 9.9. statt. Das ist der Mittwoch. Jetzt haben wir gesagt, am Mittwoch haben viele keine Zeit. Sie müssen arbeiten gehen. Sie laufen im Hamsterrad. Darum haben wir diesen Samstag hier verwendet, um eben aufzuzeigen, wofür wir einstehen, aber auch wogegen wir jetzt sind, nämlich gegen diese Gesetzesänderung. Und ich werde hier präsentieren, weshalb wir hier stehen. Ich bitte die Regie, meine PowerPoint-Präsentation einzublenden.
Ganz einfach. Türkis Grün plant einen Weg in einen illegalen Terror- und Lagerstaat. Und wie kommen wir zu diesem Schluss? Die vorgeschlagenen Änderungen am Epidemiegesetz 1950 würden den Gesundheitsminister ermächtigen, ohne Kontrollinstanz Lockdowns zu verhängen. Und die Bezirksverwaltungsbehörden könnten damit die Einhaltung von Auflagen bis in den Privatbereich, bis zu Hause hinein überprüfen. Und um die Sache zu adressieren, deshalb wenden wir uns zum Beispiel an die Parlamentarierin, die Abgeordnete zum Nationalrat, Gabriela Schwarz, ich nenne sie hier öffentlich, mit Bild, die zusammen mit Ralf Schallweiner und weiteren Kolleginnen und Kollegen einen Antrag für ein Bundesgesetz, mit dem das Covid-19-Maßnahmengesetz geändert werden soll, eingebracht hat. Das ist das, was am 12.8. eingebracht wurde und zur Begutachtung nur bis zum 28.8. zur Verfügung gestellt. Das Problem dabei ist, dass mit dem Änderungsvorschlag am Epidemiegesetz nicht nur eine Rechtsgrundlage ausgehebelt wird, sondern eine ganze Reihe davon. Was wir erleben, ist die Herbeiführung von Sondergesetzen in Friedenszeiten, also das Neuerschaffen von Rechtsformen, die sich am Notstand vorbeischummeln und die gleiche Beschränkungen wie in Kriegsnotzeiten schaffen sollen. Dies ist ein weiterer perfider, als auch, ist noch weit perfider, als es früher war in Kriegszeiten. Die Ursache besteht darin, dass die handelnden Personen, die Regierungsmitglieder, nicht mehr in der Lage sind, das Land ordentlich zu verwalten. Hinter ihnen stehen offensichtlich Auftraggeber, die unter dem Vorspiegeln falscher Tatsachen eine global oligarchische Diktatur unter Eliminierung jedweder Kontrolle, gleich ob demokratisch oder nicht, etablieren wollen. Das Ergebnis sind unter solchen Umständen Regeln, die keine solchen sind, sondern sich täglich ändernde Befehle, von denen der gestrige die heutigen überregelt. Nicht mit uns! Offensichtlich ist die Zielsetzung der Regierenden nicht die Verbesserung und Reparatur der falschen Rechtsprodukte, sondern die Schaffung von Rechtsgrundlagen, was beinhaltet, dass es eben solche bisher nicht gegeben hat. Offenbar ist das die Zielsetzung durch den öffentlichen Ministerialentwurf betreffend Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950, das Tuberkulosegesetz und das Covid-19-Maßnahmengesetz geändert werden sollen. Was sich unverfänglich anhört, entwickelt sich zu einem Vorhaben des Schreckens. Ziel dieser Änderung, die vorgelegt wurde: Normierung, dass alle natürlichen und juristischen Personen, die im Rahmen der internationalen Kontaktpersonen-Nachverfolgung sachdienliche Informationen besitzen, diese auch dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz als oberste Gesundheitsbehörde zur Verfügung zu stellen haben. Ergebnis: AD Datenschutz. Endgültig und immerwährend. Ein weiteres Ziel im Gesetzesentwurf: Schaffung einer gesetzlichen Grundlage,
dass Betriebe, Veranstalterinnen, Veranstalter und Vereine berechtigt sind, Kontaktdaten, in deren Verarbeitung ausdrücklich eingewilligt wurde, zum Beispiel von Gästen, Besucherinnen und Besuchern, Sportlerinnen und Sportlern, für einen Zeitraum von 28 Tagen aufzubewahren, um diese im Anlassfall bei einer Umgebungsuntersuchung der Gesundheitsbehörde zur Verfügung zu stellen. Ergebnis dieses Änderungsvorschlags: Jeder hat sich als Spitzel dem System zur Verfügung zu stellen. Die Folge davon wäre ein Klima der andauernden Angst und daraus folgend eine Bevölkerung psychisch kranker. Weitere Passage aus diesem Änderungsvorschlag: Entlastung der Gerichte im Hinblick auf die Überprüfung einer rechtmäßigen Freiheitsbeschränkung. Das bedeutet 4 Wochen Haft ohne richterliche Kontrolle. Ein Skandal. Jeder weisungsgebundene Beamte oder mit Beamtenrechten versehene Hilfspolizist würde ermächtigt werden, Personen oder Personengruppen wegzusperren. Jederzeit, an jedem Ort. Nächste Passage. Präventionskonzepte sollen Auflagen für Veranstaltungen sein und von der Behörde auch vor Ort überprüft werden können. Ergebnis: Unternehmer und Veranstalter sollen zu Bütteln degradiert werden und können, die sich im Rahmen ihrer organisatorischen und unternehmerischen Tätigkeit nicht mehr frei entfalten. Sie würden willkürliche Vorschriften bekommen, die sie dann auch noch gegenüber ihren Kunden auf eigene Kosten durchzusetzen haben. Die Behörde würde zum Überwacher der Wirtschaft, deren einzige Aufgabe es ist, Regierungswillen umzusetzen. Das ist krank. Und auch enthalten im Änderungsentwurf: Schaffung einer einheitlichen Kaskadenregelung im Hinblick auf die behördlichen Zuständigkeiten im Epidemiegesetz 1950 und im Covid-19-Maßnahmengesetz. Das Ergebnis davon wäre Umwälzung des derzeitig gültigen Staatsgrundrechts hin zu einem jederzeit verendbaren System von Kulis und Kommissaren. Nein, danke. Und es soll auch eine Schaffung einer eindeutigen Rechtsgrundlage für Betretungsregelungen für öffentliche Orte und Konkretisierung der Verordnungsermächtigungen im Covid-19-Maßnahmengesetz durchgedrückt werden. Das Ergebnis: Die Regierung würde damit bestimmen, wer, wann, wo sein darf, und wem das nicht passt, der würde 4 Wochen in Quarantäne gehen. Zu einem permanenten Schießbefehl wäre es dann nur noch ein ganz kleiner Schritt. Und Individualisierung der Strafbestimmungen im Covid-19-Maßnahmengesetz und Herabsetzung von Strafhöhen. Das klingt so harmlos. Das wäre, keine allgemein gültigen Strafbestimmungen würden mehr gelten, auf die sich jeder verlassen kann, sondern individuelle Willkür. Und das alles zusammen mit einem seit dem 1. September geänderten Arzneimittelgesetz, das uns alle zu Versuchskaninchen macht. Nein, danke, das werden wir verhindern. Deshalb stehen wir heute hier. Vielen, vielen Dank. Wir zeigen Gesicht hier in Wien. Und nun zu unseren nächsten Rednern. Meine Damen und Herren, nur ganz kurz.
Wir müssen uns jetzt organisieren und fangen. Ich habe einen direkten Vorschlag für jeden, der da ist. Wenn Sie sagen, zuhören, was jemand anders sagt, ist Ihnen zu wenig, dann denken Sie gleich, wie ich gedacht habe vor einigen Monaten, als ich angefangen habe. Folgender Vorschlag. Ich habe da Visitenkarten, nutze an Telefonnummern und E-Mail-Adressen drauf. Schreiben Sie mir Ihre Postleitzahl, Ihre Telefonnummer und dass Sie mitarbeiten wollen und wir werden uns melden. Egal wo Sie in Österreich sind, wir organisieren das. Diese Visitenkarten liegen jetzt da hier. Kommen Sie jetzt und machen Sie mit. Wir sind zu schwach alleine. Wir brauchen mehr Menschen. Dankeschön. Geben Sie es weiter an Ihre Freunde. Lassen Sie Ihre Kinder nicht ungestraft einfach so impfen. Lassen Sie nicht zu, dass diese Verbrecher weitermachen dürfen, ohne unseren aktiven Widerstand zu organisieren. Wir sind derzeit noch zu schwach. Aber wenn ihr jetzt da seht, wie viel kommen, wenn wir das bei den nächsten Demos machen, sind wir gebald einmal 10-mal so viel, als wir jetzt sind. Und dann kriegen wir die Kraft auf die Straße. Und dann haben die was zu fürchten, nämlich uns. Die Wahrheit, das Volk und den Widerstand. Dankeschön. Ich darf noch, bevor ich mich verabschieden darf, von Ihnen kurz etwas vorstellen. Aufklärung wird immer lauter. Die Ärzte brauchen. Ja, Ruf nach Aufklärung wird immer lauter, das stimmt. Ich darf, bevor ich mich verabschieden, noch kurz ein wunderschönes Kunstwerk darstellen, quasi die neue Europa. Wir brauchen ein neues Europa, ein mutiges, ein wahrhaftiges Europa. Und das ist doch ein wunderschönes Symbol dafür. Und sie hat sich so viel Mühe gegeben, dass man sagt, man muss das kurz vorstellen. Vielen Dank. Ich habe da noch ein paar Visitenkarten hingegeben, wer noch mitkämpfen will. Und ich rede von kämpfen, weil das, was man uns antun will, ist kein Schmäh. Das ist keine Kleinigkeit und die lässt sich nicht einfach so abwehren. Wir müssen uns einsetzen. Und es gibt Menschen, die jetzt schon sich wirklich, ich möchte jetzt keinen Kraftausdruck, den Punkt, Punkt, Punkt aufreißen, damit wir was auf die Füße kriegen. Und ihr könnt euch entscheiden, zuzusehen und dann sind die Chancen geringer oder mitzutun. Und ich bitte Sie, mitzutun. Denn wir dürfen das nicht einfach so zulassen, sondern wir müssen Widerstand generieren. Der Martin Luther aus Kärnten sagt Dankeschön, ich wünsche euch alles Gute. Der nächste Redner ist Alexander Ehrlich von Honk for Hope. Hier ist er. Und ich übergebe dir gerne das Mikrofon. Danke dir, Armin. Hallo, liebe Freunde, hallo, liebe Wiener, hallo, liebe Gäste, die von anderswoher gekommen sind. Es freut mich, zum ersten Mal hier bei uns zu Hause in meiner Heimat auf einer Demobühne zu stehen und zu sprechen. Für diejenigen, die nicht wissen, wer ich bin und was ich tue, ich war vor Beginn der Corona-Krise Buslogistiker, spezialisiert auf die Lösung von Buspannen. Sprich, wenn irgendwo ein Bus liegen bleibt und es braucht einen Ersatzbus, egal wo in Europa, dann habe ich das gelöst. Nun, derzeit bleiben keine Busse liegen, die stehen still. Das Reisen, das Busreisegewerbe ist komplett zum Stillstand gekommen. Und um dieses Gewerbe, das für uns alle sehr wichtig ist, denn Reisen ist Freiheit. Um dieses Gewerbe durch die Krise zu führen, habe ich zusammen mit gleichgesinnten Busunternehmern in vielen Ländern Europas und darüber hinaus in den letzten 4 Monaten einen ganz neuen und ganz besonderen Busverband aufgebaut. Honk for Hope, Hupen für Hoffnung. Wir haben uns zunächst einmal mit vielen Demos, über 600 Demos haben wir gemacht in ganz Europa. Nicht solche wie diese hier, sondern Demos, wo Busse rollen. Super!
Wir waren mit 450 Bussen in Berlin am 14. Mai. Wow. Wir waren Mitte Juli mit 500 Bussen in London. Wir sind dort Runden gekreist. Jedes Mal, wenn ein Bus am Parlament vorbeikam, haben wir gehupt. Hupen für Hoffnung. So lange, bis die Abgeordneten herausgekommen sind und gebeten haben, leiser zu hupen, weil sie ihre Worte nicht mehr verstehen können. Unser Ansatz dabei war, wir wollten von den Regierungen Ersatz für unsere Ausfälle, Entschädigung für das, was uns angetan wurde. Und ich habe damals wirklich daran geglaubt, dass das der richtige Weg ist. Das tue ich nicht mehr. Und zwar seit dem 1. August in Berlin. Wir sind nicht überhört worden. Wir sind nicht übersehen worden. Das Reisebusgewerbe ist einfach nicht auf der Agenda. Seine Rettung hat keine Priorität. Die Rettung unseres Gewerbes wird nicht von den Regierungen kommen. Die Rettung unseres Gewerbes wird von euch kommen. Sie kommt von den Menschen, die sich keine Angst machen lassen. Sie kommt von den Menschen, die sagen, ich möchte reisen. Sie kommt von den Menschen, die immer noch international denken, über die Grenzen hinaus. Reisen verbindet, Reisen macht Freundschaften, Reisen hilft uns, unsere Nachbarn zu verstehen, Reisen bewahrt den Frieden und verhindert den Krieg. Anfang Juli ist eine ganz besondere Frau an mich herangetreten, Doreen Schneider aus Ravensburg, und hat mir einen Vorschlag gemacht. Sie hat gesagt, hör mal Alexander, da gibt es diese Querdenkenbewegung und ja, da gibt es viele Menschen, die möchten zu Demonstrationen fahren, manchmal in weit entfernten Städten. Wäre das nicht ein Thema, wo wir zusammenarbeiten können? Ich habe mir das zunächst sehr skeptisch angeschaut. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch beeinflusst von der Medienberichterstattung. Ihr wisst schon, ein paar Rechte, die irgendwo Krawall machen. Ich habe mir ganz, ganz vorsichtig und skeptisch die Sache angesehen. Wir sind zu einer ersten Demo gefahren mit einem einzigen Bus nach Ravensburg als Test. Ich habe nachher ausführlich mit diesem Busunternehmer gesprochen und mit dem Busfahrer und habe gefragt, welche Menschen habt ihr befördert? Was war los? Gab es Probleme? Stimmt das, was man uns erzählt? Sitzen da jetzt lauter Rechtsextreme im Bus und machen Krawall? Ja, die Antwort war, weißt du, mit wem ich gefahren bin? Das war mein Nachbar, mein Friseur, ein Mädchen aus der Schule im Nachbardorf. Das waren ganz normal die Bürger meiner Gegend. Ja, auf das hinauf habe ich mich mehr getraut. Auf das hinauf sind wir zu einer ersten Demonstration gefahren mit Bussen nach Stuttgart. Einer Demonstration von Michael Ballweg, den ihr alle kennt, Initiator von Querdenken. Und auch hier habe ich mir Feedback geholt von unseren Busfahrern und Busunternehmern. Und das Feedback war dasselbe. Das Feedback war, wir fahren hier mit allen Generationen, wir fahren hier mit verschiedensten sozialen Schichten, wir fahren hier mit Unternehmern genauso wie mit Arbeitnehmern, wir fahren mit arbeitslosen Präsenzdienern, wir fahren mit CDU-Anhängern, CSU-Anhängern, SPD-Anhängern, Grünen-Anhängern und allen anderen. Das ist ein Querschnitt durch das Volk. Ja, daraufhin habe ich mich entschlossen, diese Kooperation zu vertiefen und wir sind am 1. August mit tausenden Menschen nach Berlin gefahren. Auf das gehe ich jetzt nicht näher ein, da wird dann, glaube ich, unser lieber Freund Dr. Bodo Schiffmann noch ein paar Worte dazu sagen über diesen 1. August. Ich möchte euch heute jetzt nur eines sagen, das Programm, das euch erwartet, beschäftigt sich mit dem 29. August, wo ihr hier gestanden seid und Berlin gerufen habt. Berlin bedankt sich.
Wir haben heute aus Berlin viele schwergewichtige Themen für euch mitgebracht. Themen, die teilweise ganz exklusiv hier zum ersten Mal präsentiert werden. Wir haben Augenzeugen des sogenannten Sturms auf den Reichstag. Samuel Eckert verwendet hier das liebe Wort, das Reichstagsstürmchen. Ich liebe es, denn es entspricht dem, was auch ich wahrgenommen habe. Wir werden darüber sehr viel hören. Wir werden heute hören Mitglieder der Bewegung, die dort am Reichstag überhaupt war, die mit Querdenken nichts zu tun hat, die aber mit uns zusammengemischt, also mit euch allen hier zusammengemischt wird und wo wir bitteschön demselben Irrtum aufsitzen wie alle anderen in der Medienberichterstattung. Wir hören nicht die Augenzeugen, wir sprechen nicht mit den Menschen, wir lassen uns etwas erzählen. Das endet heute hier. Wir sprechen heute mit jemandem aus Berlin, der uns sagen kann, was dort wirklich los war und worum es ging. Wir haben noch etwas anderes auf dem Programm. Wir haben das Internationale. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen betrifft ja nicht nur Österreich, Deutschland, Schweiz. Es betrifft ja auch alle anderen Länder dieser Welt. Wir werden hier einiges darüber erzählen. Wir haben einen ganz besonderen Redner heute bei uns, einen sehr guten Freund von mir, meinen besten Freund, der sich an unsere türkischen Mitbürger wenden wird. Ich sehe in Berlin, ich sehe in Wien viele türkische Mitbürger, aber wenige auf unseren Demos. Das liegt nicht daran, dass wir sie nicht einladen. Wir werden sie heute ganz explizit einladen. Und das nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Türkisch. Ja, und dann haben wir noch unseren Stargast Dr. Bodo Schiffmann, der uns ein sogenanntes Kochstudio präsentieren wird. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wenn nicht, heute live. Wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es die beste Comedy dieser Welt. Leider geht es um ein sehr ernstes Thema. Ja. Wir werden belogen über die Zahlen. Und das ist ein Thema, das wir jetzt aufgreifen. Am 1. August hieß es, 20.000 Menschen waren in Berlin. Ich habe damals schon gesagt, spannend, wieso mussten wir dann unseren Buskonvoi abbrechen, weil mehr als die angemeldeten Teilnehmer erschienen sind? Wieso gab es dann keinen Platz zum Durchschlüpfen auf der Friedrichstraße? Alles gut. Am 29. August waren wir ein bisschen mehr, jetzt heißt es 38.000. 38.000, wie viel passen in so ein Fußballstadion, wo sind die Fußballfans? Ja, genau. Habt ihr schon mal so ein volles Fußballstadion gesehen, dann habt ihr so einen groben Begriff davon, von welcher Größenordnung wir da jetzt sprechen. Habt ihr die Luftaufnahmen gesehen von Berlin? Das erklärt sich an sich selbst. Für alle, für die es sich nicht selbst erklärt und die gerne belastbares Zahlen- und Faktenmaterial haben wollen, habe ich als Vorsitzender des Busverbandes Honk for Hope beschlossen, dieses Mal unsere Passagierzahlen offen zu legen. Das tue ich heute und hier zum ersten Mal. Bis jetzt, außer den Vorstandsmitgliedern von Honk for Hope, kennt diese Zahlen niemand. Ihr seid die Ersten, die sie von mir erfahren. Und natürlich auch alle, die jetzt die Livestreams verfolgen. Bevor ich die Zahlen im Einzelnen erkläre, möchte ich schon einmal auf eines hinweisen. Ein Reisebus ist bei weitem nicht das einzige Mittel, um die Stadt Berlin zu erreichen. Sind wir uns da einig?
Was fällt euch ein? Wie kommt man noch hin? Zug, Auto, Fahrgemeinschaften, Flixbusse, alles Mögliche. Zu Fuß? Wieso nicht? Mit dem Flugzeug. Es gibt auch Menschen, die in Berlin leben. Sie sind schon dort. Ich denke, dass man davon ausgehen kann, dass auch der eine oder andere Berliner mit uns auf der Straße war. In diesem Zusammenhang muss man auch Folgendes bedenken. Der Reisebus hat traditionell einen gewissen Anteil am Personenverkehr. Das kann man ziemlich genau festmachen, wie viel das ist. Es gibt da ein Institut, das nennt sich Statista. Das erhebt unter anderem die Reisegewohnheiten der Deutschen. Und das hat erhoben, pro Jahr machen die Deutschen rund 88 Millionen Kurzurlaubsreisen insgesamt. Davon werden unter Normalbedingungen, ohne Corona, rund 1,5 Millionen mit dem Reisebus getätigt. Das heißt, der Reisebus hat einen Marktanteil von etwa 1,7% an den Kurzreisen. Mehr hat er nicht. Erwartet jetzt also nicht von mir, dass ich euch sage, ich habe 300.000 Menschen nach Berlin befördert. Das habe ich nicht. Aber hört mir zu, wie viele es waren, und dann rechnen wir uns das aus. In der durchaus zulässigen Annahme, dass sich der Marktanteil des Reisebusses nicht verändert hat. Weil die Menschen, die sich jetzt entscheiden müssen, wie fahre ich dahin, sind genau dieselben Menschen, die sich früher entschieden haben, fahre ich nach Jesolo zum Baden mit dem Auto oder mit dem Reisebus oder mit der Bahn. Und ich gehe davon aus, dass die Entscheidungsgrundlagen und die Verhältnisse, die Prozentzahlen, zumindest annähernd immer noch die gleichen sind. Also gehen wir es an. Honk for Hope hat dieses Mal in unterschiedlichen Arbeitsgruppen operiert. Es gab meine eigene Disposition unter der Leitung meiner Firma City Tours GmbH Deutschland, die die Hauptlast befördert hat, in zwei Varianten. Wir hatten eine Eintagesfahrt nach Berlin, in der Nacht hin, ganzen Tag demonstrieren und am Abend wieder nach Hause über Nacht. Das, muss man sagen, ist ein Marathon und eine Tortur für den Einzelnen. Das ist ein Opfer, das jeder gebracht hat. Und das haben Menschen gebracht, die sehr weit weg gewohnt haben. Solche Eintagesbusse gab es sogar aus Zürich. Wow. Hut ab vor jedem einzelnen Teilnehmer, der sich 14 Stunden lang in einen Reisebus setzt, damit er in Berlin auf der Straße steht und eintritt für Friede, Freiheit, Wahrheit. Wir hatten auch 3 Tagesbusse. Ein Tag hin, dann hat sich jeder selbst sein Quartier organisiert, dann war der Veranstaltungstag und dann wieder zurück nach Hause am dritten Tag. Das ist etwas entspannter, aber ist es deswegen um nichts weniger wert. Auch diese Menschen haben ein Opfer gebracht, sich eingesetzt, sich engagiert. Und zwar nicht nur mit dem Mund, sondern mit dem Sitzfleisch. Genau. Hut ab, Kompliment und danke an jeden Buspassagier. Abgesehen von meiner eigenen Disposition gab es in Sachsen und Thüringen eine separate Disposition unter der Leitung meines Stellvertreters Thomas Kaden aus Plauen, der wieder unabhängig von mir noch weitere Menschen nach Berlin befördert hat. Und wieder unabhängig von mir haben die Honk for Hope Landesverbände in Polen und Tschechien ebenfalls Menschen nach Berlin befördert. Zusätzlich zu all diesen gab es dann noch Sonderbusse. Gruppen, die gesagt haben, ja, wir sind der Kegelclub und wir haben einen Bus gemietet. Und das waren auch nicht wenige. Wenn man alle diese zusammenrechnet, dann komme ich insgesamt auf eine Zahl von grob
6000 Passagieren, die wir alleine mit offiziellen Honk4Hope-Bussen nach Berlin gebracht haben. Jetzt nehmt dazu, dass Leute sich auch noch Busse gemietet haben, von denen ich gar nichts weiß, weil sie nicht in meinem Verband sind. Sagen wir, 30 Busse werden es gewesen sein. Seien wir vorsichtig. Dann kommen wir auf eine Zahl von, vorsichtig geschätzt, 7500 Menschen, die mit dem Reisebus am 29. August nach Berlin gefahren sind. So, und jetzt rechnen wir das hoch. Wir sagten, wir haben 1,7% Marktanteil unter Normalbedingungen. Wir gehen davon aus, dass sich das jetzt nicht großartig geändert hat. Dann kommen wir, wenn wir das dividieren und wieder multiplizieren, auf eine Zahl von etwa 440.000 Menschen, die nach meiner fachlichen Einschätzung mindestens in Berlin gewesen sein müssen. Und da ist noch kein einziger Berliner dabei. Bleiben wir wieder vorsichtig, sagen wir, aus Berlin waren es nochmal 60.000, bescheiden gesprochen, 10%, die vor Ort, ich meine, es ist ja nicht schwer, wenn man dort wohnt, auf die Demo zu gehen. Ja, eine 500.000 Menschen ist absolut realistisch. Alles, was darunter liegt, ist ein Witz. Ich kann aus meiner Perspektive nicht sagen, waren wir 1 Million oder waren wir 0,5. Ich kann auch nicht sagen, waren wir 500.000, 400.000 oder 600.000. Aber ich kann euch eines sagen. 38.000 waren wir nicht. Ich wurde im Vorfeld von einigen Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsendern um Interviews gebeten. Ich habe allen angekündigt, die Zahlen veröffentliche ich heute hier in Wien und nicht früher. Ab sofort stehe ich dann gerne zur Verfügung, also die lieben Journalisten, die gerne mit mir sprechen möchten, lade ich herzlich dazu ein. Dann können wir auch meine Hochrechnung nochmal im Detail besprechen, mit Quellen belegen. Der Grundsatz, dem wir alle folgen müssen, ist nicht Glauben, sondern Fakten. Ja, und zum Thema Fakten. Du hast einen Punkt übersprungen, nicht wahr? Ich darf gleich weitermachen. Nö. Weil das hast du doch schon gemacht. Ja, hab ich schon. Ja, eben. Vollgas. Ja, bitte. Dann bleibe ich gleich hier. Fakten. Keine Pandemie ändert unsere Grundrechte. Keine Pandemie ändert unseren Rechtsstaat. Und das, wofür Generationen unserer Vorfahren mit Schweiß und Blut gekämpft haben. Der Punkt ist, die Bedrohung für diesen Rechtsstaat kommt nicht nur von oben. Sie kommt nicht nur aus den Regierungen, Behörden etc. Sie kommt auch aus Teilen des Volkes. Sie kommt von jenen, die päpstlicher sein wollen als der Papst. Die sich anschieben lassen. Die glauben, sie müssen übererfüllen. Die glauben, sie müssen das Bundesverdienstkreuz für Corona-Bekämpfung erwerben. Kennt ihr die Menschen noch aus der Schule? Ja. Das waren die, die damals gesagt haben, Herr Klassenvorstand, der Peter hat was gemacht. Die
diese Menschen wurden und werden teilweise belohnt dafür, dass sie so handeln. Und werden ermutigt dafür. Und viele, die das nicht in Ordnung finden, schweigen dazu. Das ist unser eigener Fehler. Hier müssen wir aufhören zu schweigen. Wir müssen dem entgegentreten, im Kleinen, jeden Tag. Widerstand bedeutet nicht nur demonstrieren. Widerstand bedeutet widersprechen. Widerstand bedeutet, wenn jemand, egal ob Amtsträger oder Bürger, gegen den Rechtsstaat handelt, dann müssen wir widersprechen. Und das werde ich jetzt ein weiteres Mal tun. Aus meiner Perspektive als Obmann des einzigen derzeitigen Berufsverbandes, der geschlossen hinter der Querdenkenbewegung steht, meines Wissens, werde ich natürlich massiv angefeindet. Es gab verschiedenste Schwierigkeiten. Es gibt vor allem einen Vorwurf gegen mich, für den ich jetzt auch vor Gericht gezerrt werden soll. Und zwar, ich sage, ein Busfahrer ist kein Polizist. Und ein Busunternehmer ist kein Gesetzgeber. Hören wir bitte auf, uns Rollen anzumaßen, die uns nicht zustehen. Es hat nicht jeder Max und Fritz und Heinz die Verantwortung und die Autorität und das Recht, andere Menschen zu kontrollieren, zu durchsuchen, ihnen Befehle zu erteilen und das auch dann nicht, wenn er ein Wirtschaftstreibender ist und einem Kunden gegenübersteht. Gerade dann nicht. Liebe Kollegen aus der Busreisebranche, liebe Wirtschaftstreibende in ganz Europa, schließt euch an. Dafür, was passiert, liegt in den Händen der Bürger, aber auch in den Händen der Unternehmer. Ich stehe dazu, dass ich kein Polizist bin und meine Busfahrer auch nicht. Es gibt eine Corona-Verordnung, die sagt, Maskenpflicht im Reisebus. Es gibt ein Hygienekonzept, das das genauso sagt, zu dem ich stehe. Ich war an seiner Erstellung mitbeteiligt. Dieses Hygienekonzept hat Ausnahmen. Es gibt Menschen, die haben medizinische Gründe dafür, dass sie das nicht machen können. Es gibt Menschen, die gewichtige Gründe haben. Wenn ich einem Asthmakranken eine Maske aufsetze und zwinge ihn damit 14 Stunden im Reisebus zu fahren, dann gefährde ich ihn und verletze ihn im schlimmsten Falle. Das weiß der Gesetzgeber und deswegen hat er Ausnahmen in der Verordnung festgelegt. Und wenn wir über eine Verordnung informieren, dann informieren wir natürlich über die ganze und nicht nur über den Teil, der jemandem gerade genehm ist. So, und jetzt liegt hier Folgendes am Tisch. Anwaltskanzlei, sage jetzt den Namen nicht. Ich soll mich also jetzt hier rechtsverbindlich verpflichten, im geschäftlichen Verkehr gegenüber Fahrgästen, die Unterlassungsschuldner mit Reisebussen befördern oder befördern lassen, zu erklären und oder gegenüber potenziellen Fahrgästen zu werben, dass in den von den Unterlassungsschuldnern zur Durchführung von Busreisen eingesetzten Reisebussen im touristischen Verkehr die geltenden Abstands- und Hygienevorgaben zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie nicht einzuhalten sind. Bla 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 bla. Dann kommt ein unlauterer Wettbewerbsvorwurf und ein Schadenersatzanspruch.
Ich wiederhole in aller Klarheit, ich sage nicht, haltet die Hygienekonzepte und Maßnahmen nicht ein. Ich sage, haltet sie ein. Tragt Masken im Reisebus, aber tragt sie nicht, wenn ihr davon von den Ausnahmen betroffen seid. Und das bitteschön, wieder mal so zu verallgemeinern und zusammenzufassen, der sagt, tragt keine Masken, das ist genau dieselbe Taktik und Methode, die wir gerade illustriert haben im Hinblick auf die Ereignisse beim Treppenstürmchen, die wir illustriert haben im Hinblick auf die Zahlen von Berlin. Das ist eine Vereinfachung, Verallgemeinerung, ein Herunterbrechen auf Dinge, die einfach nicht wahr sind. Und an dieser Stelle kann man diesen Menschen nur sagen, die sich so aufspielen, du bist nicht deines Bruders Wächter. Das ist eine Botschaft, um die bitte ich euch alle, tragt sie weiter an diese Menschen. An die Menschen, die euch im Geschäft ansprechen wegen der Maske. An die Menschen, die euch Probleme machen, egal wo. Du bist nicht deines Bruders Wächter. Danke. So, meine Lieben. Ich persönlich habe gleich meine Rede in Frankfurt gesehen. Ich persönlich habe auch immer einen Attest dabei, nämlich hier. Und dieser Test heißt Gewissen. Und ich kann mit meiner Überzeugung und meinem Wissen, das ich habe, keine Maske tragen. Denn ich möchte nicht Teil sein eines Systems, das Menschen belügt, sie auf Grundlage falscher Tatsachen unterdrückt und damit illegal Recht und Gesetz bricht. Dafür möchte ich nicht stehen, dafür kann ich nicht stehen. Und jemand, der hinter diese ganzen Fakten tiefgründig Zahlen legt und an meiner Seite steht, seit Anfang sogar schon vor mir da war, das ist jemand, den ihr alle ganz gut kennt und er ist heute auch hier. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er jetzt zu euch spricht und euch die aktuellen Sachlage, die Datenlage nochmal überblickend präsentiert. Und das ist Dr. Bodo Schiffmann. Ich bin sprachlos. Servus Wien! Aber bevor ich was sage, möchte ich gerne kurz nochmal aus organisatorischen Gründen den Armin hochbitten. Armin, kommst du bitte nochmal kurz hoch? Das ist relativ wichtig, Armin. Armin hat Querdenken Bregenz gegründet und ist auch der Grund, warum wir heute mit hier sind. Und er hat heute 50. Geburtstag! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Armin! Happy Birthday to you! Vielen, vielen Dank! Grandios! Ich möchte hier vom Querdenken Bregenz, dem Armin, vielen, vielen Dank wünschen. Armin, du feierst heute den 50. Geburtstag mit uns. Danke, was du geleistet hast, war einmalig. Dankeschön, ich verneige mich vor dir. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Hauptstadtstudio in Wien. Das Video heißt Corona 1.783.227. Aber ich hoffe, wir müssen nicht mehr so lange Videos drehen. So, bitte mal die Folien. Wir sprechen heute unter anderem über den R-Wert und wir sprechen natürlich über unser bekanntes Kochstudio. Herr Wieler hat aus dem Fenster geguckt und hat festgestellt, wir haben langsam keinen einzigen Hotspot mehr. Und deswegen darf ich auch noch einmal in Deutschland die Bundesregierung auf den Paragraph 5 des Infektionsschutzgesetzes hinweisen, also Absatz 1. Dort steht drin, dass die Bundesregierung die
eine epidemische Lage von nationaler Tragweite beschließt und wenn die Voraussetzungen für diese Feststellung nicht mehr vorliegen, diese aufhebt. Und wir können sehr einfach erkennen an diesen Folien, dass sie nicht mehr vorliegt. Das heißt, wir haben hier hinten hier eine echte Kurve, es könnte aber auch eine Influenza-Kurve sein. Wir wissen es nicht genau, aber wir haben dann anschließend die Zahlen, die fallen. Und wir haben dann ungefähr hier die Maskenpflicht eingeführt an einer Stelle, wo es keine Erkrankten mehr gab, weil in den sogenannten Sentinel-Proben, das sind Arztpraxen und Krankenhäuser, die sich beschäftigen mit Atemwegserkrankungen und die machen Proben und darin ist seit der 16. Kalenderwoche kein SARS-CoV-2-Virus mehr nachweisbar gewesen, nachzulesen im Bulletin 16 des Robert-Koch-Instituts. Wir sehen an der Entwicklung der Fallzahlen, dass am Anfang vermehrt Leute gestorben sind. Und wir wissen auch aus wissenschaftlichen Arbeiten, dass das zum Teil auch daran liegt, weil wir ein falsches Management der Erkrankungen gemacht haben, weil wir Ärzte viele Patienten falsch behandelt haben, weil wir sie zu früh intubiert und beatmet haben und die Patienten daran leider auch gestorben sind. Das ist kein Vorwurf, weil wenn man eine Erkrankung hat, die man nicht einschätzen kann, dann muss man Sachen probieren. Und wenn man etwas probiert, dann geht auch viel schief. Und wir haben aber das gelernt und deswegen haben wir seitdem keine ansteigenden Zahlen mehr feststellen können bei den Kranken. Wir haben insgesamt in Deutschland im Koch-Institut heute 1000 genesene, rein errechnete Werte, by the way, zum Vortag und 1378 positive PCR-Teste, nicht infizierte Patienten, nicht kranke Patienten, nicht infektiöse Patienten, positive PCR-Teste, die sich ausschließlich im Fehlertoleranzbereich des Tests befinden. Das ist Fake. Bitte zurück auf die Folien. Und wir sehen uns die Zahlen an von Österreich, vom Bundesministerium für Soziales, Gesunde Pflege und Konsumentenschutz. Und dort sehen wir exakt dieselbe Kurve wie in Deutschland. Auch hier handelt es sich ausschließlich um eine Fake-Pandemie in der zweiten Welle, weil auch hier die Testzahlen hochgefahren wurden und sich dadurch mehr falsch positive Fälle finden. Übrigens auch wie in Australien. In Australien gibt es keine Kranken. In Australien gibt es 70.000 Tests am Tag bei 24.000 paar zerquetschten positiven PCR-Testen im Land. Das heißt, wir haben auch hier wahrscheinlich keinen einzigen kranken, infektiösen oder Infizierten zu beklagen, sondern wir probieren mal aus, ob man eine Bevölkerung in Haft nehmen kann. Und das können wir ablesen, das ist keine Behauptung, weil wir können es sehen an der Gesamtzahl der gemeldeten Todesfälle. Und das sieht in allen Ländern gleich an, weil wenn wir eine zweite Welle hätten, dann müssten wir doch einen Anstieg feststellen können in der Inanspruchnahme der Gesundheitseinrichtungen, der Intensivstationen und der Arztpraxen. Stattdessen haben wir in Deutschland in dieser tödlichen Pandemie 400.000 Menschen in Kurzarbeit. Und wer ist gestorben? Es sind Menschen gestorben, die auch in der Grippewelle immer gestorben sind im Winter. Und das ist bedauerlich und das ist tragisch. Aber Menschen ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben haben ein höheres Risiko, an einer Infektionskrankheit zu sterben als andere. Und in allen Ländern sehen wir die gleiche Entwicklung. In der Regel sind die Verstorbenen älter als 75 Jahre. Ich erinnere an den Durchschnitt in Schweden, weil ich finde den so unglaublich bizarr. 86 Jahre Durchschnitt der Verstorbenen. Durchschnitt heißt, die muss mindestens die Hälfte älter gewesen sein. Und wie ist es im Backstudio? Vom Kochstudio ins Backstudio. Das ist das gleiche von der Schweiz.
Wir haben wiederum dieselbe Geschichte. Wir haben wieder eine Fake-zweite Welle und wir haben keine kranken Menschen. Und trotzdem werden diese Maßnahmen nicht aufgehoben. Und es gilt für alle Länder, dass das gemacht werden muss. Und der Schlüssel liegt in den deutschsprachigen Ländern. Die ganze Welt schaut auf uns. Die ganze Welt braucht unsere Hilfe. Die Australier brauchen unsere Hilfe. Die Griechen brauchen unsere Hilfe. Die Türken brauchen unsere Hilfe. Wir haben ein globales Problem. Wir haben einen globalen Faschismus. Und alle, die hier auf der Straße sind und die in Griechenland sich trauen, mit Autokorsos durch die Stadt zu fahren, und alle, die sich man muss das sich in Australien vorstellen, die Leute werden jetzt schon festgenommen, weil sie sagen, sie haben vor, auf eine Demo zu gehen. Also wir müssen hier wirklich aufpassen, dass es uns nicht am Ende genau so geht. Schalten wir bitte noch einmal um auf die Zahlen von Raimund. Und ich danke euch und alle, die ihr hier seid, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir so weit gekommen sind, wie wir jetzt gekommen sind. Und wir danken euch! Es ist egal, wenn wir die Bilder nicht mehr reinkriegen, ich kann es euch nochmal sagen, ihr kennt es. Ich hätte sonst gerne einfach nochmal gezeigt, das unglaubliche Verhältnis von den durchgeführten Tests zum Verhältnis der positiven Kurve. Aber ihr schaut die Videos, ihr wisst, worum es geht. Ich kann mir das sparen. Eins ist wichtig. Schaut euch hier um. Und wer vor ein paar Wochen noch hier war, der wusste, dass es hier anders aussah. Und ihr habt die Bilder in Berlin gesehen. Und das, was wir von Anfang an gesagt haben, war, wir werden immer mehr. Und das, was jeder von uns in der Hand hat, nie war es so leicht, wie im Moment Menschen zu überzeugen, dass sie, ich habe ein schönes T-Shirt da vorne gesehen, werden gerade sowas von verarscht. Davon die Leute zu überzeugen, ist im Moment nicht schwierig, weil in Deutschland über die Presse im Moment ganz gewaltig viele Politiker schwer ins Straucheln geraten sind. Nutzt das! Nutzt das und zeigt die Bilder aus Berlin! Zeigt die Bilder von der Demo und dann fragt, warum die Menschen einer Presse glauben, die behaupten, dass es einen Sturm auf einen Reichstag gegeben hat, obwohl da ein paar Leute Selfies gemacht haben, und die komplett eine 1,5 oder 2 oder 3 Millionen Menschen starke Demonstration ignorieren und so tun, als wären sie nicht da gewesen. Das ist das Argument, was wir brauchen. Ja, ist nicht schlimm, ob es da ist oder nicht. Ich bin im Grunde genommen auch mit dem Video auch soweit durch. Da ist es wieder. Das ist jetzt für Deutschland. Ich finde, das ist einfach bezeichnend. Die grüne Kurve sind die durchgeführten Tests. Die blaue Kurve sind die positiven PCR-Teste. Ja, der Raimund, der ist in der Lage, mit seiner Folie alles zu sprengen. Ja, das ist super. Also. Wer sagt was wie wo? Der Test ist nicht ganz zuverlässig, er hat das in andere Worte gekleidet. Das gebe ich jetzt hier nochmal wieder, ja. Lasst euch nicht testen, steht dagegen auf, zeigt eure Meinung. Und Eltern, erinnert eure Lehrer daran, zumindest in Deutschland ist es so, dass es eine Remonstrationspflicht gibt. Und ich habe die Polizisten in Deutschland immer darauf hingewiesen. Das Remonstrationspflicht ist kein Recht. Das heißt, Ärzte sind Erfüllungsgehilfen des Staates, die haben einen Eid geschworen, Patienten nicht zu schaden. Polizisten haben einen Eid geschworen und da gibt es eine Remonstrationspflicht. Das heißt, wenn ein Polizist der Meinung ist, dass das, was er tut, nicht rechtens ist, dann muss er dagegen remonstrieren, sonst ist er persönlich dafür haftbar. Dasselbe gilt für Lehrer. Lehrer haben eine Verantwortung für das Leben unserer Kinder. Unsere Kinder leiden unter diesen Masken. Unsere Kinder nehmen psychischen Schaden, weil sie glauben, sie würden daran schuld sein, wenn ihr Opa oder ihre Oma stirbt, nur weil sie mal ihre Maske nicht geschaut haben. Das ist pervers. Befreit unsere Kinder
Befreit unsere Welt, befreit euch, weil diejenigen, die uns das verordnen, sind wenige. Und wir? Was sind wir? Ich kann euch nicht hören. Was sind wir? Ja. Und wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Danke! So, meine Lieben, ihr seht also, wenn wir viele sind, dann ist jeder von euch ein Teil. Wenn ihr keinen YouTube-Kanal habt oder weil ihr anders aussieht als ich oder anders als Bodo oder weil ihr Hüte tragt oder auch nicht, seid ihr nicht weniger wichtig, sondern es geht darum, dass jeder von euch das, was er weiß, teilt mit Menschen und sie anregt, selber nachzudenken. Wir müssen wissen, was passiert ist im Januar. Wir müssen wissen, was Christian Drosten gemacht hat, wie er seinen PCR-Test entwickelt hat. Wir müssen diese Dinge grob im Kopf haben. Wir müssen verstanden haben, um was es geht. Weil wir können nicht einfach kommen und sagen, ja, das ist alles fake. Damit werden wir niemanden überzeugen. Aber mit Wissen werden wir die Menschen überzeugen. Deswegen bin ich ein Hobby-Virologe und ich hoffe, dass ihr auch einer werdet. Und ich möchte, und das gefällt mir so gut, wisst ihr, ich möchte nochmal unterstreichen, dass dieses Problem, und das hatten wir in der Geschichte der Welt, glaube ich, noch nie, aufgrund der Vernetzung ist diese Problematik eine globale Problematik. Es gibt, glaube ich, kein Land, das ausgenommen ist davon. Und wenn die Regierung eines Landes sich dazu entscheidet, nicht Teil zu sein dieser Schwierigkeit. Ich muss Sie mal kurz unterbrechen. Ich habe hier nämlich gerade eben von einer Frau was erzählt bekommen. Wisst ihr, wenn wir all diese Fälle hören und wir sehen, was passiert ist in New York und wir sehen, was passiert ist in Italien und wir haben uns zusammen mit Raimund und auch mit Bodo die Statistiken angeschaut. Wisst ihr, wenn wir diese Wellen, und ihr habt sie ja alle gesehen auf Euromomo vielleicht, ja, ihr kennt ja diese Ausschläge, und da gibt es in der Tat einen Ausschlag in der Krise, in der Corona-Krise, der geht ganz steil nach oben. Und in der Tat sind in diesem Abschnitt, in diesen Zeitabschnitten 2,3% Menschen mehr gestorben als in den Jahren davor. Aber wisst ihr, meine Lieben, wenn wir diese Geschichten hören, wundert mich das überhaupt nicht. Da können wir dankbar sein, dass es nur 2,3% sind und nicht 10 oder 15. Denn das, was hier passiert ist, was hier passiert, was mit den alten Menschen gemacht wird, was mit den Menschen gemacht wird, die sich nicht mehr auf die Straße trauen, die vor Angst nicht mehr ins Krankenhaus gehen. Wir lesen von Hunderttausenden von OPs, die abgesagt worden sind und verschoben sind. Hier werden Existenzen im kompletten Mittelstand vernichtet. Da stehen Menschen vor dem Ruin. Wir haben bei den Selbstmord-Hotlines innerhalb von 4 Wochen so viele Anrufe wie innerhalb eines ganzen Jahres. Die Menschen haben Angst und Angst ist etwas, was nicht gesund ist. Und diese Konsequenzen werden wir sehen. Aber wir müssen dafür aufstehen, dass die Menschen, die das zu verantworten haben, sich dem stellen und zumindest in diesem Kontext das, worauf sie entschieden haben, als Grundlage hinlegen. Aber selbst das sind sie nicht bereit zu tun, geschweige denn haben sie Daten, die das belegen, meine Lieben. Und deshalb, was ich vorhin sagen wollte, ist so wichtig, dieses Problem ist global. Es gibt kein Volk, das davon nicht betroffen ist. Es gibt keine Nation, die davon nicht betroffen ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Menschen, die für Wahrheit einstehen wollen, die für Frieden einstehen wollen, die für Nächstenliebe und für Eigenverantwortung einstehen wollen, dass die, jeder für sich, ein Licht ist in dieser Welt. Denn wir sind auf dem Weg in die Dunkelheit. Wenn ihr seht, was hier passiert, wenn ihr seht, was gerade ausgerollt wird, das ist nicht eine Welt, in der ich leben möchte. Und ich glaube für mich, und das ist die Entscheidung, die auf jeden auf euch zukommen wird, wird die lauten, ist, wie weit bist du bereit zu gehen für das, was du glaubst? Wie friedlich bist du bereit zu bleiben, wenn man dich schlägt? Wie defensiv und wie geduldig möchtest du bleiben, wenn um dich herum die Welt zusammenbricht? Meine Lieben, ich kann euch eins sagen. Meine Entscheidung ist die, dass ich sage, egal wohin es mich trägt, egal wie weit das geht, die Wahrheit ist nicht verhandelbar. Und dafür stehen wir hier alle ein. Und wisst ihr, ich bin ein gläubiger Mann und das, was ich in der Bibel lese, steht, dass die Wahrheit meine Pflicht ist und ich soll ihr nachjagen. Und das tue ich in allem, was ich tue. Und seit diese Corona-Krise begonnen hat, habe ich nie gewusst, wie wichtig die Wahrheit ist für die Menschheit. Aber heute, glaube ich, sehen wir, dass Friede, Wahrheit, Brüderlichkeit, Ehrlichkeit, Eigenverantwortung, das sind Werte, die haben wir vor einem halben Jahr wahrscheinlich mal abends irgendwo in einem Film gehört. Aber heute bestimmen sie unseren Alltag. Und ich glaube, es ist wirklich wert, für diese Werte zu kämpfen. Und jeder, der hier steht, rufe ich auf, in Frieden, in Standhaftigkeit und in Geduld ein Beispiel zu sein
für das, was man erreichen kann, wenn man in der Liebe ist. Für das ein Beispiel zu sein, wenn man, was man erreichen kann, wenn man nicht so agiert wie die Politik, wenn man nicht so agiert wie die, die uns führen, sondern wenn man sich nach einer anderen Gesellschaft sehnt, wenn man Werte, für die diese Politik nicht mehr steht, vertreten möchte, Werte, die meines Ansehens nach christlich sind, die universell sind und die für jedes Lebewesen auf dieser Welt das oberste Credo sein sollten. Insofern seid ihr alle gefragt heute, meine Lieben, und ich freue mich, dass heute mein Freund Mustafa hier ist. Ist er noch jemand hier? Der Mustafa. Mustafa, komm auf die Bühne. Die aus der Türkei kommen. Und Mustafa ist seit gestern einer von ihnen. Und er wird jetzt ein paar Worte an uns richten, weil ich sage euch eins, meine Lieben, wisst ihr? In Berlin gibt es eine riesengroße türkische Gemeinde. Eine riesengroße. Und die habe ich sehr, sehr wenig auf der Demo bisher gesehen. Wahrscheinlich haben die wichtige Sachen zu tun, ich weiß es nicht. Aber ich möchte alle aufrufen, die einstehen für Freiheit, egal woher sie kommen. Das ist kein europäisches Problem. Es ist ein Problem, das die ganze Welt umfasst. Und wir stehen mit offenen Armen hier und sagen, alle, egal woher ihr kommt, egal was ihr glaubt, egal wer ihr seid, lasst uns zusammensitzen, lasst uns diskutieren, lasst uns gemeinsam für einen Morgen kämpfen, dass wir alle vertreten können. Und insofern gebe ich mir das Mikrofon jetzt weiter an Mustafa. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Bayanlar ve Baylar, liebe Freunde, grüße euch alle miteinander. Ich bin türkisch stammender junger Mann aus Wien. İsmim Mustafa. Bugün burada sizlerle paylaşmak istediğim gerçekleri 7 ayın sınıfınız zaten biliyor. Ama maalesef hiçbirimiz konuşmuyoruz. Auf dem ganzen Welt yaşayan bütün bunca hastalık ve menemenum insanlık ayıbı olan hunla açlıktır. Deswegen hayatını kaybeden onca insanı görmemekten bence insanlık ayıbıdır. Dünyaya getirilmek istenilen Noya sistem, yani düzen değiştirme, korona adı altında yapılan kısıtlamalara dur deme zamanı geldi ve geçiyor. Wir werden gemeinsam, hep birlikte, din, ırk farkı gözetmeksizin bu duruma seyirci kalmamamız gerekiyor. Du, aus Wien, Graz, Salzburg, hey Austria! Du aus Berlin, Frankfurt, Münich, hey Almanya! Du aus Istanbul, London, Amsterdam, dünya, wo seid ihr? Ben senin için buradayım. Lütfen nächstes Mal sei du auch dabei. Wir wollen alle sizleri aramızda görmek istiyoruz. Dinimizi, düşüncelerimizi, öpülecek elleri, sarılmak istediğim sevdiklerimizi ellerimizden alınmasına müsaade etmeyelim. Selbstverständlich möchte ich meine Freunde umarmen. Das darf keiner von mir wegnehmen. Ben sizler için buradayım. Bir dahaki sefere dünyanın neresindeysen sen de gel lütfen. Sei auch dabei. Unter anderem möchte ich diese Gelegenheit nutzen, alle Querdenker, unter anderem Michael, Armin, Hannes, selbstverständlich mein bester Freund Alexander Horn von Ob, Bodo, Samuel, ich möchte vor euch allen rücken und danken. Danke euch alle, danke euch, vierte Gösterei! Ja, meine Lieben, und jetzt geht's weiter. Und zwar gehen wir Richtung USA und wir gehen Richtung Spanien. Und ich muss gerade hier meine Kamera übernehmen, denn wisst ihr was? Wien, ihr seid nicht alleine. Hier auf YouTube schauen gerade 8.500 Leute zu, live. Und die könnt ihr alle ganz herzlich grüßen. Grüße der Freiheit aus Wien. Ich muss noch kurz unterbrechen. Ich habe hier nämlich gerade eben von einer Frau was erzählt bekommen. Und er gibt das jetzt für sie wieder, weil sie sich nicht auf die Bühne traut. Und das musst du erzählen. Ja, also, mein Name ist Ben. Ich bin Schüler hier in Wien. Ich bin hier mit meinen Eltern, Freunden und auch zwei meiner letztjährigen Lehrerinnen. Bravo!
Meine Mutter kommt aus Israel und dort lebt auch ihre Familie. Vor 2 Wochen wurde ihre Mutter mit Corona diagnostiziert, wurde in Quarantäne gesteckt. Der Arzt hat meinem Opa jedoch gesagt, dass sie aus Quarantäne entlassen werden kann in nächster Zeit. Sie haben sie an einem Sonntagabend symptomlos an die Intensivstation ans Beatmungsgerät angesteckt. In derselben Nacht ist diese Frau an diesem Beatmungsgerät gestorben. Mörder! 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 Dies ist der Weg, wie sie ihre Statistiken aufpumpen mit Todesfällen. Und ich würde Sie bitten, darüber nachzudenken, ob das ist, was wir auf dieser Welt haben wollen. Und die zweite Geschichte, die ich gerade gehört habe, ist von einer Frau, die hat einen Armbruch gehabt, ist mit dem Armbruch ins Krankenhaus gekommen und hatte auch kein Corona, ist dann gestorben und dann wurde sie mit Corona beerdigt. Und der Ehemann musste deswegen in Quarantäne und durfte nicht auf die Beerdigung. Auch ich möchte noch einen Fall berichten. Und zwar in Vorarlberg. Ich habe eine Freundin, die ist die beste Freundin meiner Frau in Vorarlberg. Und die arbeitet als Rezeptionistin in einem Hotel. Vor wenigen Wochen ist eine Mutter, die mit der Familie dort einquartiert war in diesem Hotel, auf sie zugekommen und hat gesagt, könnten Sie mir nicht einen Arzt organisieren? Meine 10-jährige Tochter hat Fieber und ich möchte nicht, dass man nur Testtheater mit ihr macht. Und sie hat darauf bestanden, ich wurde angerufen, weil ich Gesundheitswissenschaftler bin und Ärzte in meinem Freundeskreis habe. Und die jene hat mich eben gebeten, einen aufzutreiben. Es war aber mein Arzt, den ich empfehlen wollte, in Urlaub. Und dann hat sich ergeben, dass diese Mutter, weil sie kein Vertrauen hatte in die sonstigen Optionen, wie zum Beispiel ins Spital zu gehen, das nicht gemacht hat, weil ihr Arbeitskollege, der viele Jahre vis-à-vis von ihrem Schreibtisch gesessen ist und ihr in die Augen gesehen hat, ist nicht mehr. Und warum? Er hat sich totschlecht gefühlt, ist ins Krankenhaus gegangen, man hat nur PCR-Tests mit ihm gemacht. Man hat ihn dann abgewiesen, false positiv, nein, Entschuldigung, man hat ihn negativ getestet, damit das richtig gestellt ist. Man hat ihn negativ getestet, alles ist in Ordnung. Dann ist er 2 Tage später wieder hingekommen, wirklich schon am Zahnfleisch, wie man sagt. Und man hat ihn wieder abgewiesen, nach dem Motto, du hast ja nichts, also kein Covid. Und einen Tag später ist er an einer Blutvergiftung verstorben. Wir haben jetzt eine Bürgerin unter uns, die hier eine Aufforderung an jemanden machen will. Und das nehmen wir jetzt ausnahmsweise einmal rein. Das ist die Frau Anneli Schmidt. Also du halt, ja. Ja, ich muss das hier jetzt noch loswerden. Es wird vieles diskutiert. Ich bin Systemikerin und ich denke immer systemisch. Und bei uns, wer steht an der höchsten Stelle unseres Staates? Das ist der Bundespräsident. Wo ist der Bundespräsident? Er hat diese Regierung angelobt und er hat die Macht, sie zu entheben. Ich fordere alle auf, eine Petition zu unterschreiben für den Misstrauensantrag über diese Regierung und sie zu entheben. Hallo, danke. Ganz großartig. Dankeschön. So, jetzt müssen wir schauen. Eine kurze 2-minütige Pause, bitte. Meine Lieben, so, und jetzt gebe ich das Mikrofon weiter. Sind wir da hinten schon bereit? Jawohl, ich sehe gerade, es laufen die letzten Vorbereitungen. Oder noch nicht? Doch, da sind wir. Also, meine Lieben, begrüßt ganz herzlich mit mir. Ich sage Alexandra war es. Ja. Die Alexandra.
herzlich willkommen. Wien, München grüßt euch. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben auch in München, haben wir auch jedes Wochenende eine wunderbare Demo. Immer wieder für die gleichen Sachen, für unsere Freiheit, für unsere Selbstbestimmung. Und ja, also, und wir haben natürlich dann auch immer die Abstandsregeln. Und nachdem das Virus, Coronavirus, ist ja ganz hochinteressant, das ist nämlich so, in Österreich ist es sehr langsam, weil da braucht ihr 1 Meter Abstand. Bei uns in München, beziehungsweise in Deutschland, da ist es schon ein bisschen schneller, da braucht man nämlich 1,50. Und in der Schweiz, oh mein Gott, echt, da ist es so schnell, da braucht man nämlich 2 Meter. Also hochinteressant, dieses Virus. Samuel hat es auch schon gesagt, es ist wirklich die ganze Welt. Also ich habe Freunde in Toronto, die genauso wie wir hier jedes Wochenende Fearless Ontario heißen, die auf Facebook, jedes Wochenende sind sie da und kämpfen sozusagen für die Freiheit. Also es ist unglaublich, die dürfen auch nicht mehr nach Amerika, weil Amerika ist ganz schrecklich. Also da ist der Virus, da schlägt er hoch. Haben sie jetzt übrigens die neuen Werte, es sind nur 9000 Menschen gestorben anstatt 100 irgendwas. Auch sehr interessant, also hochinteressant. Samuel hat es auch schon genannt, in Australien ist auch momentan wieder mal ein Lockdown, oder beziehungsweise war, jetzt sind sie wieder auf der Straße, werden aber auch sofort in Verwahrsam, also in Gewahrsam genommen, wenn sie irgendwie gegen die Regierung sind. Bei uns sind auch einige Sachen, bei uns waren auch einige Sachen, die leider Gottes, wo wir sagen, also es war zum Beispiel, Eltern werden von Kindern getrennt, wenn das Kind Schnupfen oder Corona hat. Also es ist wirklich, es ist unglaublich, was dieses Virus wohl in sich trägt. Es trägt Angst und Vernunftsbefreiung. Und zwar Vernunftsbefreiung bei vielen, vielen Menschen leider Gottes. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht ein bisschen Wahrhaftigkeit wieder implementieren und die Angst in Mut verändern. Wir haben in Deutschland haben wir die Mutigmacher. Also wenn ihr irgendwie Menschen habt, die keine Lust mehr haben, dort wo sie arbeiten, bei der ARD oder bei ORF 1, 2, ich weiß nicht, wie ihr eure Sender heißen, dann schickt sie zu Mutigmachern. Wir müssen mutig sein, weil es, Samuel schon gesagt hat, wir sind gerade beim Marathon und wir sind leider Gottes erst am Anfang. Das wird noch wirklich, wirklich schwierig. Ich weiß nicht warum, ich kann es mir auch nicht erklären, warum so viele Menschen diesen Virus und den zweiten Lockdown und hier und da, vielleicht wollen sie impfen. Wahrscheinlich ist es die Impfung. Also Impfung ist ja, wie man weiß, genau das kontraproduktiv. Anstatt dass sie uns sagen, geht raus, macht Sport, esst gesundes Essen, Bio, macht Permakultur, einfach positiv. Für das Leben, für unser Leben, für unsere Kinder. Nein, sie machen genau das Gegenteil. Impfung. Impfung ist, also es gibt Impfungen, die sind schon seit 30, 40, 50, 60 Jahren getestet. Alles gut, Diphtherie, Kinderlähmung und so weiter. Aber ein Coronavirus innerhalb von einem Jahr, wo überhaupt keine Zahlen da sind, wo normalerweise wirklich 15 Jahre mindestens geprobt werden muss, und das auf die Menschheit loszulassen, ein absolutes No-Go! Und in Amerika zum Beispiel gibt es ja auch Demonstrationen, da standen plötzlich Ziegelsteine auf der Straße, so ganz unbedarft. War überhaupt keine Baustelle, sondern es waren einfach nur Ziegelsteine.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wer auch immer diese Ziegelsteine dort hingelegt haben, wir, die demonstrieren, das sind Menschen der Liebe und der Freiheitswillen und der Selbstbestimmung und nichts anderes. Wir sind Herzensmenschen. Hier, die Zukunft liegt in unseren Enkelkindern. Und Enkelkinder brauchen Liebe, die brauchen Umarmung. Und wenn eine ältere Dame im Altersheim stirbt, und zwar alleine wegen Corona, was ist denn das bitte? Das geht doch überhaupt nicht. Das sind alles Dinge, die gegen die Menschlichkeit sind. Und wir als Menschenvolk sozusagen, wir haben diese Dinge in uns und wir haben sie tief in uns. Und jeder, der jetzt gerade irgendwie meint, was anderes zu machen und als Politiker irgendwelchen Wahn nachgeht, der muss sich mal wirklich reflektieren und schauen, hallo, in sich hineinhören, in sein Herz hineinhören und die Liebe wiederfinden und das Leben wiederfinden. Die Freude, das, was uns ausmacht. Ja, genau, das ist es doch, oder? Und Kinder müssen sich wieder balgen können. Mein Gott, ich habe hier blaue Flecke von meinem Neffen. Der braucht es. Das sind Jungs. Action. Und genau das brauchen wir. Und wenn sie Fußball spielen, dann müssen sie tacka-tacka. Und muss fliegen, die Fetzen. Und genau das ist es. Das ist einfach Menschlichkeit. Das ist unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Freude. Und das müssen wir wieder zurückbeobern, sozusagen. Und wir kriegen es zurück. Und jeder Einzelne von euch muss einfach rausgehen und wirklich Demos, 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 Demos. Alle von uns. Und jetzt übergebe ich wieder und übernehme wieder. Vielen Dank. Und ja, bitte, bitte. Ruft alle Menschen immer wieder ganz normal, wir sagen bei uns in Bayern, wachküssen. Zeigt euer Gesicht, küsst sie wach, umarmt sie, schenkt ihnen Liebe. Wir können nie irgendwas erreichen, wenn wir im Krieg sind, sondern wir können nur mit Liebe was erreichen, was langfristig ist. Und deswegen sind wir in Liebe und wir kämpfen mit der Liebe, für die Liebe und für unsere Freiheit. Und jetzt kommt normalerweise der Jürgen. Wo auch immer er ist. Jürgen! Und ich gebe mal weiter an Jürgen, weil hier ein Künstler, Künstler haben es momentan wirklich schwer. Die nagen gerade so am Hungertuch. Ich habe eine Freundin von mir, die ist Geigerin, hat an der Oper gespielt und jetzt ist sie Putzfrau. Das ist natürlich prima. Also jahrelang studiert, jeden Tag irgendwie 6 Stunden Violine gegeigt, um einfach die Fingerfertigkeit zu haben. Und Putzfrau, das ist schon Rangerhöhung, muss ich schon sagen. Unglaublich. Und wie gesagt, Jürgen, bitte sehr. Danke sehr. Servus Wien. Freunde, es ist für mich wirklich eine große Ehre, hier in dieser altehrwürdigen Hauptstadt zu sprechen. Diese wahnwitzige Plandemie und dieser Corona-Putsch von oben, ich glaube, der stellt bei nahezu jedem Mensch auf der Welt alles, was vorher war, komplett auf den Kopf. Heute hätte ich traue mich schon gar nicht mehr in meinen alten Planer reinzugucken, hätte ich irgendwelche Auftritte gehabt, die natürlich nicht stattfinden. Ne? Ich bin übrigens nicht bloß Musiker, ich mache auch noch andere Dinge. Ich kann auch noch mein Frühstück zahlen, keine Angst, also am Hungertuch nag ich nicht. Aber ich kann nicht mehr zuschauen. Ich war einer dieser 50 Leute, die am 18. April in Stuttgart die allerersten waren, die im gesamtdeutschen Bereich, sage ich mal. Ja, danke schön. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und ich muss auch jetzt leider etwas andere Töne anschlagen. Ich bin ja aufgrund dieser Tatsache, dass ich da von Anfang an mit dabei war, sagen wir mal, einer, der dazu bemächtigt ist, mal so eine Art Zwischenbilanz zu ziehen.
Und die sieht meiner Meinung nach nicht besonders gut aus bis jetzt. Ja, wir sind hier. Klasse. Jeder Einzelne, jede Einzelne, alle, die hier sind, super. Ihr seid die Speerspitze der Freiheit. Ja? Aber wir müssen allesamt noch viel, viel besser werden. Es ist in Ordnung, eine Demo zu machen. Es ist in Ordnung, viele Demos zu machen. Aber der Kampf geht jetzt erst los. Von all diesen Geschichten, ich bin in Wien, ich war in Berlin dabei, ich kann schon gar nicht mehr erzählen. Wir kommen aber aus unserem eigenen Dunstkreis, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wie ein Arzt, der zuerst eine ganz klare Diagnose stellen muss, dann können wir die ordentlichen Therapien oder Medikamente oder Lösungen anbieten. Wir müssen rauskommen aus unserem Dunstkreis und nicht jeden Tag 20.000 YouTube-Videos sich gegenseitig zuschicken über Telegram oder sonst irgendwas. Wir müssen an die anderen Leute ran, wir müssen an die Entscheider ran. Ja? Es bringt nichts mehr, wenn wir uns immer gegenseitig inzestiös 10-mal am Tag der gleiche Scheiß erzählen. Die Zeit rennt davon, Freunde. Hier in Wien, ihr habt ja demnächst die Wahl. Ja? Ich bin entsetzt. Ich habe schon bestimmt 5 oder 6 Mal demonstriert daheim in Stuttgart. Ja? Da fragen mich Leute, sag mal, wegen was demonstrierst denn du? Da sage ich, und wo lebst du? Ist das alles egal? Grundrechte, Bewegungsfreiheit, Kontaktsperre. Ja? Ich kenne Leute, die haben über Wochen und Monate ihre Eltern nicht mehr besucht. Geht sowas? Das darf doch nicht wahr sein. Vor allem, die Leute gehen jetzt, sind sie alle wieder happy, sie waren 2, 3 Wochen im Urlaub. Wow, der Deutsche und sein scheiß Urlaub. Wow. Na? So. Freunde, wir müssen eine gewisse Ernsthaftigkeit in diese Sache reinbringen. So leid mir es tut. Natürlich ist niemand Politprofi, natürlich ist niemand geborener Redner oder Aktivist oder was der Geier was. Aber die Ernsthaftigkeit der Lage, wir haben hier es mit einer Situation zu tun, die wurde über Jahrzehnte hinweg vorbereitet. Ja? Da werden Millionen Beträge in Propaganda investiert. Wenn ein Gesundheitsminister in Berlin eine super duper Werbeagentur beauftragen kann. Ja? Ich glaube, ein Budget, irgendwann im Frühjahr, da habe ich mich mit solchen Zahlen noch beschäftigt, ich glaube 220 Millionen Euro. Weil sie davon ausgehen, dass uns Corona noch lange begleiten wird. Ja, jetzt. Leute, mein Aufruf ist hier, ich bin hier, um euch Mut zuzusprechen. Ich habe auch wirklich bestimmt 50.000 andere Sachen, die mir mehr Spaß machen würden. Aber ich stehe jetzt hier. Ja? Wir haben kein Staatsfernsehen, wir haben kein Millionen- und Milliardenbudget, aber wir haben eins, wir haben Recht. Und jetzt gehe ich mal ganz ins Psychologische rein. Ich weiß, wie scheiße das ist. Ich rede ein bisschen Schwäbisch, ich hoffe, das geht klar hier. So. Wie toll man sich fühlt, wenn man von einer Demo kommt und so blöde Fragen einfängt wie ich vorher. Oder so dumm blöde Bemerkungen am Arbeitsplatz kriegt. Du warst du da auch in Berlin bei denen Deppen? Ja! Ja! Freunde, das ist eine sogenannte Immunisierung. Wir müssen Farbe bekennen. Wie oft? Ich nenne jetzt keine Namen und auch keine Ortsgruppe von irgendwelchen Querdenkern. Wenn ich mitkriege, seit Monaten reißen sich ja manche Leute den Popo auf, um die Leute hierher zu bringen. Ja? Dann haben wir vor ein paar Tagen noch 50, 60 Anmeldungen und jetzt sitzen 8 Hanseln im Bus. Kann sich das sein? Und so geht es schon die ganze Zeit. Egal wo ich hinkomme, ein heilloses Durcheinander. Keine stringente Konzeption. Leute, das ist eine ernsthafte Sache. Die Leute, die Gegenseite hat sich bis jetzt null beeindrucken lassen von allem, was wir tun. Die größte Gefahr ist die Selbsttäuschung. Klar haben wir jetzt hier ein geiles Feeling. Wow, ihr habt unheimlich nette Leute kennengelernt. Alle 2 Minuten spricht mich jemand an. Supergeil. Passt. Aber wir sind unter uns und das muss beendet werden. Wir müssen raus. Wir müssen angreifen. Ja? Wir müssen Farbe bekennen. Das ist kein Kindergeburtstag, das ist keine Faschingsveranstaltung. Wir schmeißen alles, was wir gehabt haben, über Bord.
wegen einem mittelmäßigen Schnupfen. So, also, um nicht noch mehr in der Zeit nach hinten zu rutschen, haltet zusammen, vernetzt euch. Es ist ganz wichtig, dass man Freunde, Partner, Verwandte, Kollegen, was weiß ich, dass man irgendjemand hat, wo man sich, ja, manchmal fließen Tränen, ausweinen kann. Der Wahnsinn ist allgegenwärtig, 24 Stunden am Tag. Ja? Also, wie daheim, ich bin vorher, komme ich raus aus dem Hotel, da sehe ich in meinem Alter mit der Maske bei bestem Wetter. Leute, was ist denn hier los? So, ja? Vernetzt euch, arbeitet zusammen. Legt eure, sagen wir mal, Meinungsverschiedenheiten, zumindest bis wir die ersten wichtigen Etappenziele erreicht haben, legt die Sachen zur Seite. Wir müssen zusammen kämpfen, nicht gegeneinander. Ja? Ich habe auch heute Morgen schon wieder einige kindergartenreife Aktionen beobachtet. Mir vergeht aber langsam das Lachen. Ja? Diese Sache ist todernst. Die Gegenseite, ich sag's nochmal, hat im Moment alles noch im Griff und lässt sich null beeindrucken. Wir sind aufgerufen, noch mehr zu tun, noch besser zu werden, noch mehr Farbe zu bekennen. Freiheit ist kein Geschenk, was vom Himmel runterfliegt. Das muss man sich erkämpfen. Menschenskind, das ganze Jahr haben wir verschenkt. Ja? Ich war auch natürlich jetzt in Berlin oben. Ich habe noch nie so ein Chaos und ein Durcheinander erlebt. Das muss auch mal gesagt werden. Leute, das muss anders werden. Ja? Und da kann sich jetzt jeder, der vielleicht noch bessere Ideen als ich, ganz sicher, die guten Leute an den Tisch, und dann muss ein Plan her und eine einheitliche Vorgehensweise. Nicht am laufenden Band, der darf nicht auf die Bühne. Oh, mit denen möchte ich nicht. Die Flagge muss weg und was weiß ich alles. Was weg muss, sind diese scheiß Corona-Regeln. Es war sofort. Aber wir müssen einfach auch mal Selbstkritik üben. Was ist los von Hamburg bis Wien? Was ist mit unseren Mitbürgern, mit den Nachbarn? Was ist denn da eigentlich los? Was nimmt man den Leuten noch alles weg? Wie kriegt man die aus dem Sofa? Aber das darf doch nicht wahr sein. Ja, wir tun jetzt schon so viel. Ha? Wir tun jetzt schon so viel Schlafen. Ja, ja. Wir kriegen jedes Mal wieder Probleme. Ja, ja. Was, ja, ich weiß, das ist... Wir müssen durch das Tal der Tränen. Ich weiß es. Was glaubst du, was ich mir alles anhören habe müssen? Und immer noch anhöre. Freunde, nochmal. Es hört sich jetzt kritisch an, aber ich glaube, dass man nur durch eine Selbstreflexion weiß, wo man steht. Und das müssen wir uns ganz klar bewusst machen. Im Moment sind die da. Die sind nicht hinter uns im Moment. Ein Markus, der Gesundheitsminister Spahn, ja, der kann sich immer noch hinstellen bei seinen Wahlkampfveranstaltungen im Moment oder seine CDU-Auftritte. Da gibt es engagierte Frauen und andere Protester, die sagen, Herr Spahn, so und so und so und so und so. Und da sagt er, ja, das dürfen Sie ja sagen, aber schauen Sie mal, 70-80% auf dem Platz sieht das anders als Sie. Und er hat sogar noch recht. Also, ich glaube, ihr versteht sehr gut, auf was ich raus will. Noch besser werden, professioneller, entschiedener und keine Tastaturhelden mehr, bitte. Ich habe zig Anrufe gehabt vor Berlin wieder. Ja, ja, Jürgen, ich komme diesmal nicht, aber ich habe 5 angerufen, die wollen kommen. Wir kennen die Geschichten, ja? Und wir kennen auch andere Länder, da geht es schon ganz anders zu. Im Moment ist es nur eine Demo, Gespräche führen, vielleicht mal flyern, vielleicht mal Podiumsdiskussionen, keine Gewalt, nichts. Ne? Und nicht mal das kriegen wir flächendeckend bis jetzt hin. Und da will ich einfach, dass man da jetzt insgesamt, wenn man nach Hause geht, drüber nachdenkt. Ich will jetzt von der Bühne runter mit Hausaufgaben. Verbessert eure Fachkenntnisse, coacht euch gegenseitig in kritische Situationen, zum Beispiel Sachen. Mir ist ein Fall bekannt, man hat ein ärztliches Attest, weiß jeder, was es ist. Es ist ja eine unangreifbare medizinische Geschichte mit Arztgeheimnis und alles drum und dran. Man beginnt mittlerweile den Leuten die Atteste wegzunehmen, sie zu kopieren oder sonst was. Und das geht nicht. Ja? Wir müssen klipp und klar auf solche Situationen unsere Mitkämpfer vorbereiten. Sie müssen rechtlich Bescheid wissen. Wir brauchen auch Hotlines, wo man sofort rund um die Uhr, wenn es sein muss, einen Anwalt an die Leitung kriegt. Wir müssen einfach kämpfen. Es kann so nicht weitergehen. Ja?
Es ist auch für mich eine Theorie immer mit diesem irgendwie, natürlich, klar will niemand irgendwelches Chaos oder Gewalt, um Gottes Willen, nicht als allerletztes, ja. Aber diese Gegenseite ist so bösartig unterwegs, ja, so entmenscht. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Ja, ich sage auch immer gerne im Privatleben, wenn jemand kein Benehmen hat, kann mich dem mit Benehmen auch nicht begegnen. Das ist leider so. Also, letztmaliger Aufruf. Besser werden, fachlich gut werden, Diskussionen, die nichts bringen, auch mal auslassen, aber da, wo sie notwendig sind, vor allem geht zu den Bürgermeistern, schreibt eure Abgeordneten an, redet mit irgendwelchen Vereinsvorsitzenden, geht zu euren Ärzten, geht zu den Anwälten, geht zu den Betriebsräten, da muss doch mal mehr gehen, das kann doch alles, das kann es doch nicht gewesen sein bis jetzt. Ja? Freunde, ne? Also, nochmal herzlichen Dank für die paar Minuten hier. Nur eins müssen wir nochmal klipp und klar hier laut hinausschreien. Wollen wir diese Zustände dauerhaft etabliert? Wollen wir irgendwelchen Figuren von der Marke Kurz oder Merkel oder sonstigen Vögeln erlauben, alle vier Wochen irgendwelche neuen Zahlen uns rauszuhauen, neue Verlängerungen? Ja. Nein! Niemals! Niemals! Das muss aufhören! Und ab jetzt gehen wir los, und zwar richtig. Danke! Mir ist nicht ganz klar, weshalb hier ein Auflösungsprozess im Stand, also im Gange ist. Wir haben hier die Demo bis 15 Uhr angemeldet und ich habe gehört von der Jenny, dass die Wiener, die Kernwiener, hier zu kurz gekommen seien. Ich möchte das aufklären. Ich hatte ein Programm veröffentlicht auf der Website querdenken-1.at, also für Wien. Das Programm steht jetzt noch online und aufgrund unserer Gäste aus Deutschland wurde um 2 in der Früh bei einer Unterredung initiiert durch Alexander und Bodo Schiffmann, eben dieses Programm mit den Leuten, die jetzt nach Graz unterwegs sind, hineingezwickt. Gezwickt ist gut, es ist extrem lang jetzt gewesen. Also ich bitte all diejenigen, die hier in Wien zu den Kerngruppen gehören, das sind mehrere Organisationen, um Entschuldigung, das war nicht beabsichtigt. Und wir haben jetzt die Situation, ich merke es, mir wurde es dann auch hier gesagt in der Regie unten, dass eben schon sehr viele gegangen sind. Ich hoffe nicht deshalb. Aber ich muss es annehmen, weil unser Programm bis 14 Uhr von vornherein angemeldet war und tatsächlich heute bis 15 Uhr. Ich bitte diejenigen, die noch hier sind, zu bleiben. Wir haben noch viele Redner und wir haben auch noch Musik. Wir haben eine tolle Sängerin aus Deutschland mitgebracht, die auch bei uns in Bregenz gesungen hat, bei der Vier-Länder-Demo Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Und jetzt möchte ich den Redner einladen zu sprechen, der eigentlich als erster drankommen hätte sollen, wenn das Programm so gelaufen wäre, wie es eigentlich auch veröffentlicht war. Ich habe heute schon aufgeklärt, dass wir mitten in der Nacht um 2 Uhr noch mit unseren deutschen Querdenkern diese Abstimmung hatten, wo entschieden wurde, dass Bodo Schiffmann und Samuel Eckert und so weiter heute in einem Block sprechen, weil die sind nämlich zur Grazer Demo gewechselt. Ich musste heute wirklich buchstäblich einen Spagat schaffen, denn die Grazer Demo war schon seit längerem angemeldet, heute ab 16 Uhr. Und die Wiener Demo, die haben wir, wie schon angekündigt, heute als Notdemo installiert. Am Dienstag wurde das beschlossen. Am Dienstag wurde begonnen, PR zu machen. Und heute sind wir eben hier auf der Bühne mit vielen Teilnehmern. Leider sind viele schon gegangen, das habe ich schon kommentiert. Aber ihr müsst euch vorstellen, das war alles sehr kurzfristig. Und uns war es so wichtig, dass wir noch vor dem 9.9., wenn das Parlament wieder zusammentritt, unseren Protest äußern. Wegen dieses Änderns des Epidemiegesetzes und des Arzneimittelgesetzes. Und darum mögen es mir die Wiener Demogruppen, die heute zu kurz gekommen sind, bitte entschuldigen, dass wir das Programm, so wie es eben war heute, bis hierher gestaltet haben. Und ich kann euch sagen, alle, die ihr da seid, meine Lieben, wir haben noch mehr Programm.
Wir haben bis 15 Uhr Zeit. Wir haben noch tolle Redner und tolle Musik und natürlich auch noch einen Vortrag, der mir ganz besonders am Herzen liegt, der dann auch aufzeigt, wie wir unsere Zukunft gestalten können. Denn wir sind nicht nur gegen etwas in der Not, sondern wir haben Visionen und die sind so konkret, dass wir versuchen, diese zu manifestieren. Und jetzt muss ich eine Durchsage machen. Es war so, wir haben gemeinsam von Bregenz aus mit Wien hier organisiert und das alles, wie ich schon mehrmals gesagt habe, sehr, sehr kurzfristig. Und ich habe jetzt begriffen, dass wir eigentlich nur bis 14 Uhr hier demonstrieren dürfen, aber die Wiener Polizei ist so toll. Sie unterstützt uns, sie telefoniert gerade, also die Beamten, die hier sind, mit der Zentrale, mit der Landespolizeidirektion und versucht, eine Verlängerung zu erwirken, damit wir mit der nächsten Demo, die für 15 Uhr anberaumt ist, nicht diese Stunde Puffer komplett einhalten müssen und hier sofort abbrechen müssen. Einen großen Dank an die Polizei, dass sie so kooperativ ist und das probiert mit ihrer Zentrale. Ich bin begeistert, dass man sich so einsetzt hier für die Sache seitens der Polizei. Ich bekomme hier jetzt die Nachricht. Geht nicht mehr. Oh, schade. Ja. Entschuldigung, darf ich noch was fragen? Hallo. Ich würde hier von unserem Redner, der noch drauf ist, nur 2-3 Folien mit guten Botschaften noch verlesen lassen und dann lassen wir diese Rede, die ich unterbrochen habe, ausklingen. Bitte, ja, danke. Gut, was mir sehr, sehr leid tut, ist, wir haben noch etwas, das wir weglassen müssen, nämlich wir haben einen Pianisten hier, wir haben die Katharina Roland hier, die ich sehr gerne auf der Bühne gehabt hätte. Das ist jetzt leider schief gegangen und sie hätte heute mit uns eine Manifestation gemacht, nämlich mit Visionen, die sehr konkretisiert sind, mit schönen Bildern. Aber das will heute nicht sein. Deshalb denke ich das nächste Mal, dass es zustande kommt. Und ich lasse jetzt den Erwin noch fertig sprechen. Wenn die Jenny etwas sagen möchte, bitte jetzt. Von den Wiener Demo-Organisationen. Bitte, Jenny. Hallo, es sind einige jetzt schon weg. Ich wollte eigentlich, dass viele, viele das hören. Denn meine kleine Tochter hat auch ein paar Worte zu sagen zu dieser Politik, die jetzt gerade passiert, mit unseren Kindern in den Schulen. Wir haben Masken. Das ist nicht... Wir wollen keine Masken mehr in den Schulen haben. Wir wollen keinen Abstand. Und wir wollen im Frieden leben dürfen. Genau, die Kinder wollen keine Masken in den Schulen. Sie wollen keinen Abstand und sie wollen in Frieden leben dürfen. Mit vielen, vielen Kindern habe ich gesprochen und hier stehe ich für euch alle. Meine kleinen Kinder da draußen, ihr seid nicht allein, ich werde Kämpfer und all die Mütter da draußen, all die Väter und all die Omas sollten auf die Straße gehen. Wir müssen den Kleinsten die größte Stimme geben und für das sind wir verantwortlich, wir alle. Und ich bitte euch, bei den nächsten Demos, nehmt jeder 2-3 Leute mit. Jeder von euch, wenn sich das fühlt, was glaubt ihr, was diese Bundestauschball bei uns in Österreich die Hose voll haben? Die haben sie jetzt schon voll. Aber wir werden ihnen zeigen, dass wir die zweite Welle sehen. Ja.
denkst und was du glaubst und fühlst. Wir sind eins und das behirnt ihr endlich, liebe Bundesregierung. Wir lassen uns nicht mehr spalten. Ich habe da gerade eine Information bekommen. Schuldirektoren können Maskenpflicht ausweiten. Schalten die Corona-Ampeln auf gelb, muss an den Schulen. Dankeschön. In den Schulen am Montag in Österreich starten neues Schuljahr. Mund-Nasenschutz außerhalb der Klassenzimmern. Seid ihr verrückt? Was tut ihr unseren Kindern an? Sie können es sogar ausweiten in den Klassen. Ihr werdet unsere Kinder nicht umbringen. Ich sage hier und heute Nein zur Maskenpflicht in Schulen. Es ist 11:42. Und ich stehe für alle Menschen hier. Für alle. Für all jene, die es noch nicht erkennen. Für all jene, die heute keine Zeit hatten. Und für all jene, die es nicht glauben können, weil sie Angst haben vor der Wahrheit. Aber ich werde so lange die Wahrheit sagen. Ich werde so lange auf Demonstrationen sein, bis wir in Frieden, in Freiheit und in Gerechtigkeit und in Wahrheit leben dürfen. Und das sollten wir alle tun. Ich hab da noch was. Okay, sie hat's vergessen. Alles gut. Das ist das Lampenfieber, das hatte ich beim ersten Mal auch. Meine Lieben, schließt euch zusammen, vernetzt euch. Bitte, es ist für uns alle. Hier sollte nicht mehr wichtig sein, wer ihr seid, sondern unsere Taten. An unseren Taten werden wir gemessen werden, meine Lieben. Und das ist das Wichtigste. Leistet Widerstand! Ich leiste jeden Tag Widerstand. Ich gehe mit keiner Maske mehr. Einkaufen seit mindestens, ich glaube, ich habe die nur genau eine Woche aufgehabt. Und seitdem habe ich so viele Strafzetteln bekommen und 5 davon positiv gewonnen für meinen Sinn. Also, leistet Widerstand, meine Lieben. Ihr müsst diese Strafen nicht zahlen, weil sie sind verfassungswidrig und gegen unsere Menschenrechte. Dankeschön. Halloween! Ich möchte nur eine kurze Ankündigung machen. Und zwar, wir haben heute auch eine Versammlung. Ich bin von Unser Österreich, das ist auch einer dieser Initiativen. Und zwar machen wir eine Versammlung ab 16 Uhr, Grabenpestsäule. Alle sind herzlich eingeladen und ich freue mich schon. Aber bleibt trotzdem bitte auch so lange wie möglich hier. Und ich wollte noch was sagen. Ein herzliches Dank an unsere Polizei, bitte. Großen Applaus. Dankeschön. Jeden Samstag Demo in Wien. Bitte, ihr lieben Wiener, steht auf, geht mit uns auf die Straße, durch die Straßen, durch Wien, durch unser wunderschönes Wien, über unsere wunderbaren Plätze, durch unsere lauschigen, blühenden Gärten und Parks entlang der Donau. Da gehen wir seit einem halben Jahr. Die Jenny. Ich habe jetzt gerade eine Information bekommen, die möchte ich mit euch teilen. Wie heißt du? Ich glaube, dass die Leute, die noch hier sind, das wissen.
Ihr könnt es hier gerne mal rufen, vielleicht ist... Ja, also ich glaube, ich muss mich namentlich nicht mehr vorstellen. Und ich möchte noch anfügen zu der Rede mit der Maskenpflicht, wenn die Lehrer dies in der Klasse wollen. Es ist nicht nur die Maskenpflicht. Es steht in genau demselben Schreiben auch drin, dass über 2000 Schulen in ganz Österreich sich zusammengeschlossen haben mit verschiedensten medizinischen Universitäten, um für alle 6- bis 14-jährigen Schüler alle 4 Wochen ein Monitoring-Testprogramm zu machen. Wollen wir das? Dies ist eine psychische Belastung für die Kinder und was wir daraus kriegen, ist eine psychisch kranke Angstgeneration, welche wir nicht haben wollen. Für den jungen, mutigen Mann. Also ich habe gehört, wunderbar, ich habe gehört, wir haben noch ein bisschen das Wort. Also wir sind die Initiativen, die schon seit langem hier demonstrieren. Das ist die Christi. Wir machen da immer am Samstag Demo. Das ist unser Österreich.at. Das ist auch der Leo, der vorhin euch eingeladen hat. Dann der Hannes Brecher, der hier der Veranstalter heute ist. Der ist auch seine Initiative, mit denen demonstrieren wir. Dann ist die Corona-Querfront, wir gemeinsam, der Werner Nosko und alle anderen Initiativen kommen immer zu uns und wir freuen uns sehr, auch aus den Bundesländern. Und ich möchte vielleicht noch ganz kurz sagen, zum Beispiel wir retten wir Österreich, viele Initiativen kommen jedes Mal. Und es ist ganz wichtig, dass wir zeigen, dass wir eine andere Ansicht haben. Es ist wichtig, dass wir persönlich dastehen, weil gerade dieses Regime, ja genau, hier Dr. Belski von Corona Datencheck, ganz, ganz wunderbar. Herzlichen Dank, Herr Dr. Doktor, der große Kämpfer in Wien für unsere körperliche Integrität, für unsere Gesundheit. Wir haben, vielleicht hat er Lust, auch ein bisschen was zu sagen, weil ich habe gehört, wir haben die Bühne. Ein ausgezeichneter Experte, ein Mikrobiologe und Arzt. Seinen Worten vertrauen wir in dieser langen, schwierigen Zeit. Ja? Und es gibt viele Ärzte, die sich engagieren. Es gibt viele Pädagogen. Ich bin auch Juristin, Juristen. Es gibt ganz viele Menschen, die wir noch nicht kennen. Und bei diesen Zusammentreffen, bei diesen Versammlungen, haben wir die Möglichkeit, uns kennenzulernen. Von Angesicht zu Angesicht. Dieses Gefühl der Nähe und des anderen zu spüren, dass wir uns verstehen, dass wir ähnliche Ansichten haben, dass wir ähnliche Anliegen haben. Das ist die Möglichkeit auf diesen Versammlungen. Und ich möchte euch auch sagen, dieses Gefühl, das wir am Anfang sehr drückend hatten, dass wir nichts mehr machen dürfen, dass wir in einem ganz anderen Land, in einer ganz anderen Situation uns befinden, als noch kurz davor, in etwas, was noch nie da gewesen ist, was wir noch nie gespürt haben in Österreich, ja, das haben wir am Anfang sehr stark empfunden und das zu Recht. Es ist ein Unrechtsregime geworden, diese Bundesregierung, dieses Parlament, diese Parlamentarier. Ja. Sie haben etwas beschlossen, was sie nie hätten machen dürfen. Unsere Freiheitsrechte, unsere grundrechtlichen Gewährleistungen für unsere körperliche Integrität, für unsere Freude, unsere Geistes- und Gewissensfreiheit, unsere Wissenschaft, unsere Kunst, unser Familienleben, unser Hausrecht, unser Eigentum, unser Garten, alles wurde plötzlich unserer Verfügung genommen. Den Menschen wurde die Möglichkeit genommen, sich eigenständig zu entwickeln, ihr Leben selbst zu gestalten, zu entscheiden, wie sie disponieren, über ihren Körper, über ihre Familie, über ihr Eigentum, über ihr künftiges Wohl. Das alles wollte plötzlich dieses Regime für uns entscheiden. Die Faktenlage war nicht eindeutig. Es gab und es gibt keine
gesicherte, einheitliche, wissenschaftliche Übereinkunft für diese Regelungen, für diese Maßnahmen, für diese neue Ordnung in unserem Land. Und nur das hätte in irgendeiner Weise irgendeine Legitimation für diese Beschlussfassungen von dem österreichischen Bürger, von dem österreichischen Volk bedeutet. Ja? Also, unsere Verfassung ist auf den Grundlagen der Freiheitlichkeit, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Bundesstaatlichkeit aufgebaut. Alle diese Rechte wurden massivst gebrochen in einer Weise, wie das seit 1945 in Österreich nicht der Fall war. Ich möchte auch sagen, dass genau in diesem Zeit, zu dieser Zeit auch unsere Staatsoper geschlossen war. Und unsere Staatsoper ist noch immer geschlossen. Das ist ein Zeichen. Wir lieben den Tanz. Wir lieben die Musik. Auch Tiere tanzen und machen Geräusche und singen. Wenn einem Land, wenn Menschen das Singen und Tanzen verboten wird, untersagt wird, dann müssen wir alle besorgt sein. Dann sind wir rückschrittlich. Dann sind wir weniger als Tiere, weil Tiere dürfen das frei machen. Und das wurde mit uns gemacht. Das wäre eine Gesamtänderung unserer Bundesverfassung und das hätte nur das gesamte Bundesvolk in Österreich beschließen dürfen. Der Nationalratspräsident hätte es nicht zur Abstimmung bringen dürfen. Der Bundeskanzler hätte es nicht unterschreiben dürfen. Es ist nicht rechtskonform zustande gekommen. Es ist ein Unrecht, ein Unrechtssystem, ein Unrecht an uns und dieses Unrecht wird fortgesetzt. Das jetzige Epidemiegesetz ist ein Unrechtsgesetz. Es bricht alle Freiheitsrechte. Es soll jetzt geändert werden, aber es ist an sich falsch. Es ist hinterrücks. Es ist hintertrieben. Es ist gemein. Es nimmt uns unser Denken. Und genau das, das wollen wir. Bitte, wir zusammen, wir denken für uns, für unser Österreich, für unsere Kinder, für unsere liebenswerte, lebendige Umwelt, für unser Europa und für unsere Welt. Machen wir unsere Welt so, dass wir gerne darin leben und dass wir sie gemeinschaftlich wohlgestalten, zu unserem allen Wohlergehen. Ich möchte jetzt kurz nur noch ein paar Worte sagen. Also wie gesagt, wir haben ja den ganzen Sommer Demonstrationen organisiert. Leider wurden unsere Demonstrationen nicht in den Medien publiziert. Aus dem Grund konnten wir nur über freie Medien das verbreiten. Ich wollte nur eines sagen. Was wahnsinnig wichtig ist, dass wir uns nicht spalten lassen. Das ist momentan ein wahnsinniges Problem. Ich merke das tagtäglich, wenn ich in einen Billa gehe oder so weiter, dann werde ich angesprochen, wieso ich keine Maske habe. Dann sage ich, ich brauche keine Maske. Ich habe erstens einmal ein Attest. Ich bin teilweise, werde ich rausgeschmissen aus diversen Lokalen bzw. Supermärkten. Ich habe die Ansicht, ich gehe jetzt schon so weit, dass ich sage, ja, bitte holen Sie die Polizei, weil im Endeffekt gibt es ja, kann man sich das herunterladen aus dem Internet, dass beim Betreten eines Lokales kann man ja die Maske wieder herunternehmen. Das wissen viele Menschen nicht. Das heißt, die Maske ist nur beim Betreten eines Supermarktes und dann in dem Moment, wo du nach einer hundertsten Sekunde in das Geschäft eintrittst, dann kannst du die Maske wieder herunternehmen. Das wissen weder die Banken noch die Supermärkte, nicht die Mitarbeiter. Die werden darin geschult, dass sie verlangen, von den Kunden die Masken zu tragen. Das ist nicht rechtskonform. Ja, so ist es. Was das perfide
in dem Ganzen ist, dass ja unser Angstschober ab 1. September Folgendes erreicht hat. Wenn jemand in Quarantäne ist, beziehungsweise sich in einem Gebiet von Quarantäne befindet, dass wir jetzt als offizielle Versuchskaninchen herhalten dürfen, um irgendwelche Impftiraden an uns zu machen. Das geht in den Medien unter. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir ganz nahe einem Impfzwang sind. Das kriegt der Großteil hier in Österreich nicht mit. Deswegen sage ich, wir befinden uns im Krieg. Das ist ein Krieg des Volkes gegen die Regierungen. Das ist ein Faktum. Das ist ein Krieg gegen die Bevölkerung. Und dieser Krieg ist sehr perfide. Man arbeitet mit einem Virus, der in Wahrheit ein Virus ist, der dem eines Grippevirus ähnlich ist und nicht stärker. Und diese ganze Medienpropaganda, wenn man recherchiert, ich lade jeden Menschen ein zu recherchieren, wem die Zeitungen gehören, von wem ORF, CDF, ARD finanziert werden. Diese Zeitungen, wir haben seit 16. März eine Propaganda. Wir haben eine Maschinerie, eine Kurzpropaganda. Das ist ein Faktum. Es gibt keinen Debattenraum mehr. Es gibt keinen Debattenraum mehr. Es wird nicht mehr diskutiert. Kritiker werden ausgeschaltet. Das ist ein Faktum. Und wer das nicht wahrhaben will, der lebt in einer rosaroten Traumwelt. Danke. Und jetzt darf ich ankündigen, eine ganz wundervolle Sängerin, die extra ganz viele Stunden zu uns hergereist ist, die jetzt auch sehr viel Geduld auf der Bühne bewiesen hat. Ich bitte dich ganz großartig um deine Performance, um das, was du kannst und dafür, dass du da bist. Dankeschön. Hallo, ich werde alles geben. Hallo Lieben, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo Wien, ich komme aus Deutschland angereist, um euch einfach Unterstützung anzubieten, um euch klarzumachen, wie machtvoll ihr eigentlich seid. Jeder von euch, jeder Einzelne ist wahnsinnig machtvoll. Ihr habt die Macht, alles zu verändern. Wir haben die Macht, zusammen sowieso alles zu verändern. Ihr seid stark und ihr seid frei und dafür bin ich hier. Viel Spaß mit meinem Song. Vieles kommt ans Licht, weil Licht Dunkelheit bricht. Unsere Zeit ist jetzt gekommen, für uns einzustehen, unseren Weg zu gehen. Vieles haben wir uns genommen. Wir holen uns zurück, was uns fehlt zum Glück, denn auch wir verdienen alles. Niemand sollte sich als was Besseres sehen. Wir sind jetzt bereit, unseren Weg zu gehen. Ich will frei sein. Oh,
frei denken, frei handeln. Ich will frei reden, frei leben, frei sein. Ich will frei singen, frei tanzen, frei lieben. Wir wollen frei sein, weil wir es sehen. Wir wollen frei sein, weil wir es sehen. Als nächstes darf ich vorstellen, der Gerald. Der Gerald hat, ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Publikum ist, aber ein paar hunderttausend sogenannte Follower in den sozialen Medien und möchte einen Beitrag leisten, wie man vielleicht andere dazu kriegen kann, auch sich uns anzuschließen. Lieber Gerald, danke für den Mut, deine Worte. Danke. Vielen Dank. Grüß euch Wien, ich bin der Gerald, ich komme aus Salzburg, werde jetzt aber trotzdem kurz Hochdeutsch sprechen. Könnt ihr mich gut verstehen? Sehr gut. Also, ich bin Musiker, Livestreamer und Social Media Creator, so gesehen. Aber auf TikTok über 900.000 Follower, wo ca. 200.000, 300.000 deutschsprachig sind. Und ich beschäftige mich schon lange mit den Negativsystemen und habe aber erst vor ca. einem Monat, anderthalb angefangen, Corona-kritisch mich zu äußern, weil ich Angst hatte, Follower zu verlieren, weil ich Angst hatte um meinen Job, auf gut Deutsch. Und ich verliere jetzt auch Follower momentan, weil ich mich äußere dazu. Aber was ich sagen muss, ist die Angst war größer, als der Schaden jetzt wirklich ist. Mittlerweile bekomme ich viele Zuschriften auf Instagram bei den Personal Messages und Co. von Menschen, die das schlecht finden, was ich sage, aber mittlerweile mehr, die sagen, sie finden es gut, sie trauen sich selbst nichts sagen und sie finden es toll, dass ein anderer das sagt. Und wenn es darum geht, was wir konkret machen können. Dankeschön. Und jeder von uns kann andere ansprechen, das ist wichtig und gut und das soll man auch tun. Aber was jeder von euch auch machen kann, jeder folgt verschiedenen Menschen auf Social Media. Egal wo, jeder hat so seine 2, 3, 5, 10, 100, die ihm gefallen. Die meisten schauen doch in ihre Personal Messages rein, man kann sie auf jeder Plattform anschreiben. Schreibt eure Lieblingscreatoren an und sagt, hey, ich bin XY aus XY, ich bin mit der Lage so nicht zufrieden, bitte. Wenn du damit auch nicht zufrieden bist, äußere dich, ich stehe hinter dir. Social Media Creatoren sind auch Menschen, die haben auch Angst um ihren Job, um ihre Followerschaft und so weiter. Und wenn wir ihnen zeigen, dass wir hinter ihnen stehen und dass sie nicht alleine sind, ist die Chance viel höher, dass sie ihre Reichweite nutzen, um uns allen im Großen und Ganzen zu helfen, dass wir friedlich zu einer besseren Welt kommen. Dankeschön. Am 19. sehen wir den großartigen Sprecher wieder. Da wird er nämlich etwas machen, was er sonst auch noch sehr gut kann. Aber da müssen sie da sein, damit sie es dann. Jetzt darf ich kurz einspielen, weil auch der Herr Dr. Belski befindet sich nicht unter uns, sondern auch in Graz. Aber er hat uns eine Sprachnachricht, eine Videonachricht mit offenem Mund dagelassen. Danke, bitte abspielen. Hallihallo, ihr Lieben. Jetzt nach 6 Monaten Pandemie muss man zum PCR. Zu 5G-Impfen und zu vielen, vielen anderen Themen nicht mehr viel sagen, denn man findet sehr viel und gute Literatur. Für jeden, den es interessiert, der kann sich hinsetzen und nach ein paar Stunden Recherche weiß er eigentlich, woran er ist. Aber was wir uns immer wieder in Erinnerung rufen sollen und müssen, und das hat man sehr schön jetzt in Berlin gesehen, eines hat uns Berlin gezeigt, Liebe und Friede siegt immer. Wie ist das gemeint? Ja, es waren dort ein paar Polizisten, die sind ausfällig geworden. Ja, es kam dort zur Polizeigewalt, aber ja, in guter Erinnerung sind die Menschen nämlich hier geblieben, die sich nicht provozieren haben lassen. Und das ist das Allerwichtigste. Seine Meinung vertreten, keinen Zentimeter von der Erkenntnis weichen. Aber gleichzeitig das Ganze mit Liebe gestalten. Ich gebe immer dieses Beispiel, ein kleines Kind, das bei Rot über die Ampel laufen will. Und das kleine Kind sieht auf der anderen Straßenseite den Fußball und versteht nicht, wieso er vom Elternteil gehalten wird. Es versteht die rote Ampel nicht und es tritt Mama und Papa und spuckt vielleicht.
aber Mama, Papa halten das Kind liebevoll. Und sobald die Ampel grün ist und keine Gefahr mehr droht, wird das Kind in aller Liebe losgelassen und man lächelt ihm nur nach. Mit genau der gleichen Energie müssen wir all jene Menschen abholen, die vielleicht unbewusster sind, die vielleicht noch wirklich Angst haben vor dem Virus oder die sogar gezielt bei dieser Pandemie mitspielen. Denn ein Muster hat sich bewährt. Wahrheit gewinnt immer. Und Liebe hat noch nie jemanden geschadet. In diesem Sinne, alles Liebe. Hallihallo, ihr Lieben. Jetzt nach 6 Monaten Pandemie muss man zu BCR. Super. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das noch abbeben. Vielen, vielen anderen Themen nicht mehr bitte sagen. Video-Beben. Sehr viel und gute Literatur. Für jeden, der es interessiert, der kann sich hinsetzen und nach ein paar Stunden Recherche weiß er eigentlich, woran er ist. Aber, dass wir uns immer wieder in Erinnerung bringen. Wie, das laufende Video bitte beenden. Super. Also, wir sehen, wir haben schon einige Ärzte auch auf unserer Seite vor Ort, die eh schon kämpfen. Und jetzt haben wir noch etwas vorbereitet, dass der Dr. Pierre Eifler mir gestern am Abend noch zugesendet hat. Und wir müssen schauen, dass wir das jetzt online reinkriegen. Sie wissen, der Dr. Eifler war der früher gesprochen hat und jemand, der nicht nur aus dem Herzen innerhalb seiner Profession spricht, sondern auch eine gewisse innere Führung hat, was ihn begleitet. Und ich glaube, dass das ganz wichtig in Zeiten wie diesen ist, wo wir die Führung verlieren, an dem wir vorher geglaubt haben. Ja, also Medien zum Beispiel, haben uns sehr lange geführt. Jetzt beginnen immer mehr Menschen zu denken, nachzudenken, ob das überhaupt gestimmt hat. Und jetzt brauchen wir eine neue Führung. Eine Führung kann nur im Inneren sein. Es kann nur ein innerer Kompass sein. Es kann nur die Wahrheit sein. Und es kann nur der Schutz, die Zuversicht und die Hilfe der eigenen Familie, der Freunde und vielleicht auch der näheren Bekannten sein. Und jetzt bitte ich um die Worte von Dr. Pierre Eifler. Liebe Wiener und Wienerinnen, liebe Mitbürger, ich hoffe, dass ihr da zahlreich jetzt am Karlsplatz erschienen seid. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns vernetzen, dass wir kommunizieren, dass wir angstfrei werden durch die Wahrheit. Und die Wahrheit ist klar, die Wahrheit ist nicht analysierbar, ist nicht interpretierbar. Die Wahrheit hat einen ganz klaren Namen und ich möchte euch helfen, euch darauf auszurichten. Ich denke, es gibt viele Kollegen von mir, auch namhafte. Vielleicht ist da auch der Bodo Schiffmann und vielleicht hört ihr auch den Wolfgang Rodack, Urgesteine, sage ich mal, der Wahrheit dieses Wahnsinns, dieser Wahnsinnszeit aus Deutschland. Und ich möchte nicht Dinge wiederholen, die ihr wahrscheinlich schon gehört habt oder noch hören werdet, um es kurz zu machen. Es ist nicht so, wie es euch verklickert wird, es ist nicht so, wie es euch vermittelt wird. Es wird Angst gemacht, Panik gemacht und das Erschütternde ist, obwohl jetzt schon lange die Zahlen, die Statistiken auf den Tischen liegen, es scheint keinen zu interessieren. Die Politiker und Politiker machen einfach weiter, gelenkt, geführt von den Menschen, die hinter ihnen sind und ich bin sehr, sehr klar und es ist nicht fein, das sagen zu müssen. Das ist kein Irrtum, das ist kein Unfall, das ist einfach nur böse. Und diese Dinge sind geplant. Wenn jemand Medizin studiert hat, Pharmazie, was auch immer, wenn jemand nicht mal studiert hat, wenn er einfach nur die Fakten sich anschaut, dann muss er zu dem gleichen Ergebnis kommen. Ich denke, es ist so ungeheuerlich, dass die meisten Menschen davor zurückschrecken, auch diese Dinge nur zu denken, weil die Führung, die Leitung, die Autorität, der wir uns eigentlich anvertrauen wollen, der wir auch vertrauen wollen, hat uns nicht im Stich gelassen, sondern ich würde sagen, wirklich ist dabei zu missbrauchen, und zwar auf einem hohen, kollektiven Level, global, in allen Ländern und es gibt fast keinen Ausblick mehr. Es ist wahrscheinlich 30 nach 12 und ich möchte euch alle aufrufen, schaut euch die Fakten an. Ich brauche es, wie gesagt, nicht nochmal wiederholen. Corona ist nicht wirklich gefährlich, nicht gefährlicher als in anderen Jahren. Es gibt keinerlei Nachweise dafür auf der wirklich wissenschaftlichen Basis. Ich kann euch sagen, die Wissenschaft, die wirklich fundierte Wissenschaft und ich
sage nur Koschepostulate, ich sage Virchow, Obduktionen, ich sage Ursachenprinzip, Kausalitätsprinzip, lernt von den Toten für die Lebenden, für die Lebendigen, ist sträflichst und bösartigst missbraucht. Was hier passiert, ist fahrlässig. Was hier passiert, ist Betrug und Lüge, und das in sehr großem Stil. Und der Kollege Wodak, der wahrscheinlich vor mir oder nach mir sprechen wird, hat es ganz am Anfang schon genannt, der nackte Kaiser. Und ich glaube, die meisten wissen, was damit gemeint ist. Ich glaube, der Ausweg ist noch möglich. Ich bekomme ganz, ganz viele Informationen von Ebenen, die ich nie für möglich gehalten hätte. Es geht darum, wirklich einen Schulterschluss herzustellen. Es geht darum, sich zu vernetzen. Es geht darum, auch eine Speerspitze zu schmieden und nicht den Widerstand in viele Grüppchen und Gruppierungen zerfallen zu lassen. Es geht darum, die Wahrheit zu sehen und dafür einzustehen. Man kann nicht sitzen bleiben und gleichzeitig aufstehen. Ich möchte euch bitten, schaut euch die Dinge an, kommt heraus. Ich spreche auch nochmal zu meinen Kollegen und Kolleginnen, ihr habt genau das Gleiche gelernt, ihr müsst das Gleiche wissen wie wir. Outet euch, habt Mut, sprecht zu Militär und Exekutive, dass ihr Bürger seid wie wir, denkt an eure Kinder, denkt an die Kinder, was da jetzt mit ihnen passiert in unseren Ländern. Es ist einfach fürchterlich, schwerst traumatisierend. Die Kinder, die Menschen werden der Kommunikation beraubt, werden ihrer Sicherheit, ihrer Identität, ihrer Gewissheit beraubt. Und da bitte ich uns alle, das dürfen wir nicht zulassen. Wir hatten mal eine Demokratie, wir hatten mal eine Verfassung, ihr habt auf die Verfassung geschworen und nicht auf irgendeine beliebige Marionettenregierung. Besinnt euch darauf. Wir sind Österreicher, wir sind Menschen, wir wollen eine Identität haben und wir wollen diese Identität auch zurückhaben. Ich möchte euch sagen, es gibt die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten. Diese ganzen Dinge gehen in Richtung Zerstörung der Identität, Entmachtung, Entmündigung. Und früher, je früher, umso besser, macht euch von diesem Staat, der jetzt gekippt ist, frei. Versucht, euch in kleinen Gruppen zusammenzuschließen, unabhängig zu werden, Nahrung, Wasser, Energie. Richtet euch auf die wirkliche Wahrheit aus, die uns führt, die uns erschaffen hat. Und ich spreche natürlich von diesem Jesus Christus. Und das ist keine beliebige Wahrheit, sondern es ist eine Wahrheit, die trägt, die euch ruft und die euch leitet. Liebes Wien und alle anderen, die da sind, ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Bin heute in Graz und werde viel an euch denken. Ist meine Heimatstadt und ist auch mein Heimatland. Und ich wünsche mir, dass diese Wahrheit und diese Kraft und Identität es schafft, wirklich diese Kurve zu kratzen und sich für das Wesentlichste und Wichtigste zu entscheiden. Das ist unsere Freiheit, das ist unsere Mündigkeit und das ist auch unsere Selbstverantwortung. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ich hoffe, wir werden das hinkriegen. Liebe Grüße, Dr. Eifler. Der Herr Dr. Eifler, der wie viele andere auch für uns wie ein Löwe kämpft und jetzt bald in Graz wahrscheinlich seinen Auftritt hat. Ich habe gehört, ich bin ein sehr beliebter Redner und wurde gleich, als ich von der Bühne gegangen bin, aufgefordert, Ihnen noch etwas mitzuteilen. Und jetzt bitte ich alle Lehrer, Beamten und sonstige hier zu mir auf die Bühne zu kommen, wenn sie sich trauen. Information, am 19.09. findet beginnend um ca. 17 Uhr die nächste Demonstration statt. 17 Uhr, damit die Frage beantwortet ist. Vielen Dank. Nur eine Ansage.
Ich muss noch eine Ansage machen, und zwar sind wir gerade einen Werbeclip am Machen für die Demo. Hört man mich eh gut? Ja. Für die Demo in Berlin, in Wien am 31.10. Wir bereiten eine Großdemonstration vor, und ich weiß nicht, ob das schon durchgesagt wurde. Für den Werbeclip brauchen wir Statisten. Wir wollen eine Menge darstellen und in der Menge so eine Art Flashmob. Wir sind auch immer willkommen, sind sehr gute Sänger oder Laiensänger, die aber intonieren können. Und sonst einfach Statisten. Wir brauchen euch, wir brauchen eure Präsenz für dieses Video. Wer sich dafür interessiert, bitte hinter die Bühne kommen und dann regeln wir alles Weitere. Danke. Ja, also vorher hat der Herr Bodo Schiffmann gemeint, dass es in Deutschland eine Demonstrationspflicht gibt und dass die und er nicht wusste, ob es die in Österreich auch gibt. Ja, in Österreich gibt es genauso eine Demonstrationspflicht für alle Lehrer und Beamten. Und diese sollte auch von Ihnen, falls möglich, durchgeführt werden. Haben Sie irgendwelche Sachen im Job schon mal erlebt gehabt, wo Sie irgendwelche Anweisungen bekommen haben, die Sie nicht gesetzeskonform gefunden haben? Ja, hallo. Ich habe tatsächlich, als diese Einführung der Maskenpflicht kam, mich geweigert, die Maske aufzusetzen. Hab das zuerst im Lehrerzimmer kundgetan, woraufhin eine Kollegin panisch den Raum verlassen hat, obwohl sie vorhin noch gemeint hat, dass das eigentlich sinnbefreit wäre, am Gang Maskenpflicht und im Lehrerzimmer dann nicht. Kurz darauf wurde ich zur Direktion gebeten, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, und musste mich dann dort auch erklären. Ich habe dort wieder gesagt, dass ich diese Maske nicht aufsetzen werde, weil... weil das einfach allem widerspricht, woran ich glaube, wofür ich stehe und was ich auch meinen Schülern vermitteln möchte. Mir wurde dann mitgeteilt, dass ich allein aufgrund dessen, dass ich ja eine Vorbildfunktion hätte, diese Maske zu tragen habe. Ich habe dann gesagt, das ist für mich ein Grund mehr, sie nicht zu tragen. Also es endete dann damit, dass ich eine Dienstanweisung bekam. Was heißt Job oder Maske? Ja, ich durfte mich dann entscheiden. Ich habe den Job noch. Ich habe dann die Maske da unten getragen und mit Maulkorb beschriftet. So bin ich dann durch. Momentan habe ich das Glück, in einem Bezirk zu leben, der auf grün gestellt ist. Das heißt, wir haben ab Montag Regelunterricht. Und ja, ich freue mich eigentlich schon auf die Diskussionen mit meinen Schülern und ich werde die Diskussion und das offene Gespräch fördern und unterstützen und dann schauen wir mal, was passiert. Ich möchte mich auch nochmal an euch wenden. Wir Lehrer, wir kommen in Situationen, wo wir überlegen müssen, wie wir das mit unserem guten Gewissen vereinbaren können. Ich möchte eine Situation schildern. Die Klassen sind ja jetzt immer getrennt, also die Klassen werden geteilt oder wurden geteilt. Ich rede mal von der Vergangenheit. Hoffentlich wird das anders sein, wenn ich jetzt in 2 Tagen wieder anfange. Die Klassen wurden geteilt. Über Wochen haben die sich nicht gesehen, zumindest nicht in der Schule. Wir wissen nicht, was sie privat gemacht haben. Und gegen Ende, also in den letzten Schultagen, waren wir in den Vorbereitungen für verschiedene Abschiedsfeste und so weiter. Und dann lief praktisch dieses Programm ein bisschen aus dem Rahmen, weil plötzlich im Schulhaus beide Gruppen einer Klasse anwesend waren. Und die sind sich auf dem Gang begegnet und sie können sich vorstellen, was passiert ist. Die sind aufeinander zugerannt und haben sich in die Arme genommen. Und sie können sich nicht vorstellen, aber es gibt Lehrer, die dazwischen gehen. Und ich habe es nicht getan. Ich habe jetzt die Sommerklasse
mitgeleitet, hatte eine vierte Volksschulklasse und habe die Kinder gefragt, warum sie Masken tragen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. In der Schule gab es keinerlei Regeln, weder Abstand noch Maske. Wir durften leben, wie wir wollten in der Schule. Das war aber nur deshalb so, weil es keine Regeln gab für die Sommerklasse. Zu unserem Glück. Ich habe mit den Kindern sowas gebastelt. Ich habe gesagt, hier in die Glassichthülle gebt ihr eure gearbeiteten Zettel hinein und wenn im Zug irgendwer ganz dumm kommt, dann gebt sie Zettel raus und setzt es euch einfach auf als Maske. So. Ich möchte euch als Abschluss noch eine kurze Geschichte erzählen, die ich auch den Kindern erzählt habe. Und zwar von einem Studenten, der zu einer Stadt kam. Rund um die Stadt war eine Stadtmauer und im Schatten der Stadtmauer saß eine Gestalt. Als er näher kam, merkte er, das ist der Tod. Er ging auf den Tod zu und fragte, was machst du hier vor der Stadtmauer? Der Tod stand auf und sagte, ich gehe gleich in die Stadt und hol mir 50 Leute. Was? Du holst dir 50 Leute aus der Stadt? Ich muss sie warnen. Der Student rennt in die Stadt, schreit herum, versteckt euch, sperrt euch ein, lasst die Arbeit liegen. Und der Tod kommt gleich und er holt sich 50 Menschen. Die Leute durcheinander rennen herum, sperren sich ein, lassen die Arbeit liegen. Aber der Tod kommt überall hinein. Nach einer Woche kommt der Student wieder aus der Stadt. Er sieht den Tod wieder bei der Stadtmauer sitzen. Er rennt auf ihn zu, sagt, Tod! Was hast du gemacht? Du hast gesagt, 50 Menschen willst du dir holen. 5000 sind gestorben in dieser Stadt. Wieder erhebt sich der Tod und sagt, ja, ich habe mir meine 50 geholt, alte, kranke, die schon im Sterben lagen. Die anderen, die hat die Angst dahin gerafft. Und die hast du, Student, in diese Stadt gebracht. Ja, und dann gibt's jetzt mit der neuen Schulregelung, leider wird es nicht besser. Es gibt vielleicht Klassen, die nicht im Schichtbetrieb arbeiten, aber sie sind die einzige Klasse, die die Schüler jemals sehen werden. Zumindest nach derzeitigem Plan. Sie werden die anderen Klassen nie sehen, nur Kinder aus ihrer eigenen Klasse kennenlernen in der Schule. Und dies ist in einer Schule, wo man Sozialbewusstsein lernen sollte. Das geht nicht. Ja, das war's dann schon. Hallo. So. Weil es gerade gut zum Thema passt, ich habe ein Video mitgebracht aus Bregenz, es ist sehr kurz. Und dort spricht ein junger Mann, eigentlich ein Kind, der Paul. Und dieses Video möchte ich euch kurz abspielen. Er erklärt, wie es über der Grenze in der Schule aussieht. Bitte, Adrian. Hallo. Ich bin Paul aus Deutschland, also Konstanz. Ich gehe in Kreuz. Ich gehe in Kreuzlingen in der Schweiz in die Schule. Wir haben dort weder Abstandsregeln noch Abstandsmarkierungen auf dem Schulgebiet. Die Klassen werden nicht getrennt und alle Schüler dürfen miteinander spielen, Spaß haben, ringen und raufen und sich umarmen. Ich stehe hier, um euch zu sagen, dass das geht, dass das Spaß macht und dass ich mir das auch für alle Schulen auf der ganzen Welt wünsche. Ich verstehe nicht, warum sich Viren 200 Meter hinter der Grenze anders verhalten sollten als an unserer Schule. Wir haben seit Mitte Mai bereits wieder normalen Schulunterricht.
Nur müssen wir uns zum Unterrichtsbeginn die Hände gründlich mit Seife waschen und wir benutzen zwei verschiedene Treppenaufgänge. Ansonsten ist unser Tagesablauf normal. Wir sind alle gesund. Ich stehe hier, weil ich keine Masken tragen will, bis eine Impfung kommt. Und ich möchte mich hiermit auch gleich gegen eine Impfung aussprechen. Da ich meinen Körper sehr gut zum Beispiel mit Sport und frischer, abwechslungsreicher Ernährung gesund halten kann. Ich möchte Kindern eine Stimme geben, damit sie selber entscheiden können, was mit ihrem Körper passiert. Es geht hier um die Zukunft von uns Kindern. Zukunft. Wir brauchen dafür neue, liebevolle Wege. Vielen Dank. So, das war der Paul, der hat bei uns in Bregenz gesprochen am 23.08., als wir die Vier-Länder-Demo hatten. Ja, wie? Ja, ja, das Volk hat geblendet. Lemminge Schafe, eines Tages, so Gott will, folgt dir heftige Strafe. Die Abrechnung, was steckt unter dem Strich? Du schuldest, Junge, und es wundert mich nicht, Mann. Jeder ist im Minus bei Bank und Regierung, doch die sind nur getrieben von der Gier und dem Krieg um Finanzmärkte. Arbeitssklaven, Rohstoffe, echter Rapper als Kunst. In unserem Land ne Brotlos, ich mach das Maul auf, drück es aus wie ein Pickel. Antipropaganda, 1000 Zauberkanickel. Ich steh mein Mann, geh meinen Weg und sag, was ich denk. Während ich drück, ich schwitze in der Buff, kein Atemzug verschenk. Harte Raps, Klartext, radikal, kompromisslos. Nicht von ungefähr sind Raps für bloß sonst die Spitze. Steh hinter meinen Jungs, egal woher das Licht weht. Schulter an Schulter, wo es auch hingeht. Das System bricht zusammen, jetzt platzen die Blasen. Wir sind Gutbürger, bringen Hass auf die Straßen. Die Party ist vorbei und wir proben den Aufstand. Wir sind am Arsch, doch die da oben sind auch dran. Das System bricht zusammen, jetzt platzen die Blasen. Wir sind Blutbürger, bringen Hass auf die Straßen. Die Party ist vorbei, gegen die New World Order. Es ist traurig, es mit ansehen zu müssen, wie es bergab geht. Geld und Macht sind was zählt, was jedermann anstrebt. Konsum und Gier, die uns Scheuklappen aufsetzen. Mainstream-Medien, die uns mit falschen Fakten aufhetzen. Von Konzernen kaufen lassen, übertriebene Lügen bringen. Feindbilder schaffen wie in Syrien und Libyen. Demokratie ist ein Deckmantel für Demokratur. Sie treffen die Auswahl, wir wählen sie nur. Wir sind nur Unterschicht, was sie sagen ist Gesetz. Wir sind nur Mittel zum Zweck, was ihnen fehlt ist Respekt. Respekt vor der Natur, Respekt vor den Menschen. Sie begrüßen Hunger, Opfer noch mit fettigen Händen. Überall Elend und Leid, in jeder Gegend verteilt. Das Fass ist übervoll, macht dafür das Ende bereit. Wir schließen uns zusammen, diesen Klassenkampf zu kämpfen. Das System kollabiert, wenn die Massen es beenden. Jetzt platzen die Blasen, wir sind Wutbürger. Wir bringen Hass auf die Straßen, die Party ist vorbei und wir proben den Aufstand. Wir sind am Arsch, doch die da oben sind auch dran. Das System bricht zusammen, jetzt platzen die Blasen. Wir sind Wutbürger, bringen Hass auf die Straßen. Die Party ist vorbei, jetzt bist du gefordert. Gegen die New World Order. Dankeschön. Die Regierungen sind die Feinde der Völker geworden. Das ist einfach eine Tatsache, die entstand ist durch. Der Euro ist ein installiertes Betrugssystem, das ist erst wie so ein kleines Kind. Dies ist das Ende der Demokratie. Hier, mit diesem Schritt, hat die Diktatur bereits begonnen. Die Menschen müssen sich wehren, es hilft nichts. Ja, wir sind... Wir sind... Wir sind... Dankeschön. Es ist immer schön, vor so wunderbaren Menschen aufzutreten. Und ich muss echt sagen, als junger Bürger bin ich froh, dass sich viele ältere Menschen auch hierher getraut haben, ihre Meinung sagen. Und ich finde es super, dass da alle eigene Meinung haben. Dankeschön dafür. Spielen wir den nächsten Song, was zu viel ist, zu viel. Und dann habe ich geschrieben, genau vor der Corona-Zeit. Bitte, Spieler. Ich hoffe, ich verstand den Dialekt.
durch, der Satz wächst Corona. Du wirst es wird verharmlost, man freilich sind die Dörter. Na, man keine Rücksicht, na, sie sind zu selbstverliebt. Die Heuchler, die haben keinen Respekt verdient, denken nur an sich, andere Menschen gern vergessen. Der Verstand schaltet sich sucht, weil sie in der Panik nichts mehr sehen haben. Jetzt wissen wir, was wichtig ist, falls die Welt mal untergeht. Du kannst geschießen gehen, frisst Klopapier, wenn du Hunger hast. Medien sind um Hetzer, Fakte, seid doch krank. Sie können es kontrollieren und um Panik und Angst. Sie lenken uns ab. Sie lügen uns an, sperren uns in Quarantäne, Krieg über Gott klar. Die USA rettet die Truppen, die jetzt hinkommen. Ich frag mich nur, warum die Soldaten Covid haben. Grenzen werden geschlossen, plötzlich ist das Geld so. So viele Warnungen und wir haben das nicht mehr ernst genommen. Das ist zu viel. Wir wachen auf und wir setzen ein Zeichen für all diese Menschen. Für die Leute, die keine Stimme haben. Und für die Menschen, die allein nicht sind. Zu viel ist zu viel. Wir wachen auf und wir setzen ein Zeichen für all diese Menschen. Ihr könnt die Welt zwar nicht verändern, aber gemeinsam machen wir mal am besten Ort. Was ist mit den Menschen? Die Menschen, die auf der Straße leben. Menschen, wo gar nichts haben. Die Menschen, die keine Chance haben. Menschen, wo allein nichts sind, nicht wissen, was du. Die zittern vor Angst und na, die finden keine Ruhe. Ein Dank und an die Ärzte, die Retter und die Pfleger. Die während dem Einsatz, was der Leichen, das ist mega. Die Menschen an der Kasse, die Menschen im Supermarkt, die uns versorgen und schaffen im 12-Stunden-Takt. Sag der Regierung, Digga, wir sind das Volk. Schweigen nicht Gold, doch wir reden mit Stolz. Wir werden in Frieden leben, wieder die Liebe sehen. Menschen, die flüchten müssen, sollen nicht um Hilfe werden. Und ja, es stimmt, es ist schon traurig Welt, wo Träume nichts mehr wert sind. Man vertraut nur sich sehr, lauf lieber schnell. Denn jetzt fangen sie es zum Checker, dass ich keiner mehr verstecken kann. Wir wachen auf und wir setzen ein Zeichen für all diese Menschen. Für die Leute, die keine Stimme haben. Und für die Menschen, die allein nichts sind. Zu viel ist zu viel. Wir wachen auf und wir setzen ein Zeichen für all diese Menschen. Wir tun die Welt zwar nicht verändern, aber gemeinsam schaffen wir einen besseren Ort. Danke, Wien. Gott ist gut. Ich kann euch nicht hören, vor Gott ist gut. Wunderschön, wunderschön. Der nächste Song, der uns jetzt. Und in Vorarlberg war das Problem, wo die Corona-Krise Ausbruch ist, dass die Polizei jeden gestraft hat, was Duster war. Egal ob mit seinem Partner oder sonst was, es sind straflos gesprochen worden, wo ich sage als Bürger, wenn man sagt, die Menschen, wir halten zusammen, dann haben sich alle dran zu halten, dann zieht man einen gemeinsamen Strick. Wie zählt ihr das? Und ich finde auch, der nächste Song, den ich hier spiele, ich will damit nicht alle Polizisten angreifen, weil es gibt viele gute Polizisten. Es sind auch Polizisten hier, die versuchen uns zu schützen und die wahrscheinlich genauso denken wie wir, nur die können es nicht sagen, weil sie einfach in dieser Uniform stecken. So, ich habe einen offenen Brief geschrieben und wollte fragen, ob ihr den hören wollt. Super, dann hauen wir rein. Respekt, meine Freunde. Ein offener Brief von einem Bürger an die Polizei. So wie die Menschen behandeln, ist unrecht. Drum ich kann nicht prophezeien. Das Bild voll wird nicht besser. Wieder wird straft, es wird immer schlechter. Wir sind dort zum Schützen, wir sind weder Richter noch Henker. Die Kollegen von euch, Mann, die wirklich für das Gute stehen. Die gehen unter, nur wegen so einem einzelnen Hurensohn. Du bist schmutzig, still in Uniform. Mann, du denkst, dass du beim Gesetz bist. Machst dich hässlich, vergiss aber dabei, dass es sowas wie ein Speck gibt. Was denken der Werder sind? Was denkst du, wer du bist? Der Hass vor der Gesellschaft ist legitim, euer Handler ist Gift. Sie rufen scheiß Polizei und ihr fragen warum. Weil der Menschen wie Scheiße behandelt man, genau das ist der Grund. Die Menschen haben Angst, so viele Menschen haben Wut. Trauen sich nichts, Säger, so viel nach Fake, nur Mut.
weil sie sich das Fallelon denken, dass man sich nicht wehren kann. Im Zitter wie ein Strafe, Mansek, Honda, Echo, Ehrenmann. Denn würst man die Bürger, die Menschen, weil man mit seinem Partner ausgegott. Oder Mama, die mit der Kinder spielt, weil man auf Siegsberg sich Lust mehr hat. Mansek, wo ist euer Verständnis? Mansek, wo ist eure Menschlichkeit? Die Menschen sind ängstlich, wir sägen neun und das ist es endlich reich. Denn wir wissen nicht, wie das Wintergott Hongkong plant, was es für Zukunft bringt. Viele Schicksalsschläge unbeantwortet und leider noch unbestimmt. Existenzstoff im Spiel. Es betrifft so viele Kleinbetriebe. Statt der Menschen helfen, verpassen der Erne lieber Seitenhiebe. Lern die Schnauze voll, was da umführen, das ist eine Frechheit. Das ist nichts Vergangenes. Na, das Ganze passiert gerade in Echtzeit. Freunde und Helfer ist nur ein Slogan von der Staatsgewalt. Sie prangern Menschen an und binden sie an Marterpfahl. Die Menschen sind im Land, die Schafe, denkt man plötzlich Helden. Aber wären schikaniert, die sollten wir schätzen, weil sie einen retten. Mit Volk kann man es ja machen, weil die Meister alle kuschen. Na, ehrlich, ich Connor, weil du die Scheiße nur vertuschen. Die Beamte, wo das ausführen, ich würde mir sowas verschämmen. Na, ihr Krieger müsst nicht unter, denn die Menschen stehen zusammen. Wir sind die Bürger, Freunde, so zum Labern, das ist lästig. Ein Appell an die Polizei, man wäre endlich menschlich. Dankeschön. Was ich euch noch mitgewählt, bevor ich euch wieder verlasse. Die Gruppe Respekt ist hier auch vertreten, die Querdenker. Ein großes Dankeschön geht an den Veranstalter Armin. Bitte mal Applaus. So, und ich bin der Samtus von Adelberg und das letzte Wort, was ich euch mitgeben, ist machtlos zuzusehen. Warum stehe ich morgens auf? Es ist die Hoffnung, die mich antreibt, ich will hoch hinaus. Was muss noch passieren, wo sind denn hier die Grenzen bloß? Es ist fast nichts mehr da, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Die Welt steht in Flammen, verseucht und vergiftet. Sehen Sie, Profit wird es betäubt und vernichtet, es wird berichtet, gepostet. Schlussendlich wird man weggesehen durch Medien, verfälscht, vertuscht. Doch das ist das echte Leben. Große Trauer, wenn berühmte Leute sterben. Wen kümmert's wärmen, Mütter von den Kleinen die Bäuche nähren? Wenn Menschen ohne Chance ihre Kinder in Särge legen, wenn radioaktive Partikel in der Atmosphäre schweben. Was ich sage, ist kein Geheimnis, nur ein Aufruf. Wir könnten mehr geben, auch wenn man sich nicht immer aussucht. Denn schlussendlich kommt kein Held, der die Welt rettet. Nichts hat sich geändert, trotz der ganzen Denkzettel. Dankeschön. Wie wir unsere Zukunft gestalten können. Denn wir sind nicht nur gegen etwas in der Not, sondern wir haben Visionen und die sind so konkret, dass wir versuchen, diese zu manifestieren. Und jetzt, bitte Erwin, Dr. Erwin Rigo aus Bregenz. Und er spricht einerseits über seine eigene Corona-Geschichte, denn er hatte eine Plage. Er wurde dreimal falsch positiv getestet. Und ihr werdet jetzt hören, was er durchgemacht hat. Und ich werde mich wieder in die Regie begeben, denn er hat dann Zitate und die werde ich dann auch auf die Videowall projizieren. So, bitte. Danke, Armin. Einen schönen Gruß vom Westen Österreichs, vom Bodensee. Die westlichste Station Lochau. Dort wohne ich und habe diese Reise gerne auf mich genommen, weil ich auch motiviert genug war nach den Erlebnissen, die zurückreichen auf Beginn März. Ich war am 9. März bin ich angereist und am 12. März bin ich hier positiv getestet worden. Und das Schlimme daran ist, dass ich daraus resultierende Einschränkungen der Grundrechte erfahren musste, obwohl ich keinerlei Symptome hatte. Weder einen Husten,
keine respiratorischen Probleme, keinen Geschmackverlust, gar nichts. Ich wurde damals in dieser Hysterie, in dieser Panik eingeliefert in die Virologie im Kaiser Franz Josef Spital. 5 Tage musste ich dort ausharren unter tatsächlich Infizierten, die auch an der Beatmungsmaschine waren. Und ich habe immer gesagt, was soll ich hier tun? Ja, Sie können ja gerne in häusliche Quarantäne gehen. Dann sage ich, ja, aber ich muss nach Vorarlberg. Ja, haben Sie keine Wohnung in Wien? Dann sage ich, ja, jeder Vorarlberger hat doch nicht eine Wohnung in Wien. Jetzt mit meinem positiven Test war es unmöglich, einen Transport zu bewerkstelligen. Ich telefonierte mit Roten Kreuz Wien, mit Roten Kreuz Vorarlberg, mit dem Samariterbund, mit dem Grünen Kreuz, alle abschlägige Antworten. In der Zwischenzeit wurde mir mitgeteilt, dass ein Privattransport zuerst 2.500 Euro kosten würde, was ich bereit gewesen wäre, um das vielleicht nachher als Vorleistung abzurechnen. 2 Stunden später hat es schon geheißen 6.000 Euro. Das war am 13. März in der Virologie. Also Sie sehen, ich habe dann, muss ich sagen, am Anfang natürlich war ich auch verunsichert und habe mir auch gedacht, naja, es könnte ja was dran sein. Nur nachdem ich keinerlei Symptome hatte, hat der Glaube mir bald gefehlt und ich habe mehr daran begonnen zu zweifeln. Die Hysterie am Anfang, dann natürlich aufgeheizt durch die ganze mediale Berichterstattung von Wuhan und der Lombardei und so weiter. Ja, und dann sagte ich mir, in dieser Situation muss man Mut beweisen zur Gegenrede. Und das hoffe ich, dass immer mehr Leute Mut aufbringen zur Gegenrede. In den Tagen, dann nach 5 Tagen, um meine Geschichte noch zu erzählen, wurde in der Zwischenzeit in Linz, in Hietzingen, die Geriatrie fertiggestellt für die sogenannten leichten Fälle. Also ich wurde als leichter Fall dann tituliert und dorthin überwiesen. In dieser Einzelhaft, beziehungsweise in dieser Freiheitsberaubung, die ich da eigentlich erleben musste, begab ich mich natürlich auf die Suche nach der Wahrheit. Na, wie gelang es mir, ohne Fernseher, es war kein TV vorhanden, ohne WLAN, Gott sei Dank hatte ich mein Mobile Phone, mein Smartphone bei mir und musste da immer wieder nachladen und selbst kaufen, damit ich überhaupt mit der Welt noch in Kontakt bleiben konnte. Und das für weitere 14 Tage. Ihr müsst euch vorstellen, ich musste auch in dieser Situation bis zum 31. März, bis Ende März ausharren und konnte dann nur aufgrund der Einsicht einer Ärztin, der bewusst geworden ist, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Ich hatte in der Zwischenzeit im KFJ noch einen zweiten PCR-Test anfertigen lassen, aber niemals einen Befund bekommen. Und wahrscheinlich deswegen, weil sie gedacht haben, jetzt ist er vielleicht negativ. Das Problem ist natürlich, dass er jetzt als Negativer bei uns schon 5 Tage hier war, also können wir den nicht nach Hause lassen. Wie auch immer, ich habe mich dann auf der Suche nach der Wahrheit, bin ich auf Dr. Wodak gestoßen, auf Dr. Bhakti und alle diese Informationen, die ich da bekam, die habe ich dann weitergeleitet und bin logischerweise von allen Freunden als Wirrkopf oder als Verschwörungstheoretiker denunziert worden. Wenige, die mir den Glauben schenkten, die meisten glaubten an die unisono, an die Mainstream-Meinung. So wurde natürlich mein Wille zur Gegenrede und Mut zur Gegenrede gestärkt und meine Skepsis ist längst gewichen. Aber ich musste noch weitere 14 Tage mit Plastikbesteck, Plastikbecher
und alles, was da noch gefolgt ist, und mich mit Zivildienern begnügen, die wir ja recht freundlich ihren Dienst verrichtet haben. Aber medizinische Betreuung gab es ja da nicht. Und wenn ich gesagt habe, ich möchte einen Arzt sprechen, ja, heute wird es sich nimmer gehen, vielleicht morgen. Es war die Hysterie, Panik pur, die ich erlebt habe. Also erwarten wir von einer funktionierenden Demokratie nicht den Erhalt von individuellen Freiheitsrechten, von Mitspracherecht und Entscheidungen in Eigenverantwortung. All das schien Vergangenheit zu sein. Als Unterstützer und Gläubiger an die Demokratie war ich dann doch etwas verwirrt. Die Demokratie scheint mir ist nur dann lebensfähig, wenn der Einzelne bereit ist, für das Ganze Verantwortung zu übernehmen. Ist daher unsere Skepsis gegenüber einem uneingeschränkten Wahrheitsanspruch vom RKI, das Robert-Koch-Institut, das der Politik zuarbeitet, um eine Gesundheitsdiktatur in der EU einzuführen, ist diese Skepsis nicht berechtigt? Und die Frage im Anschluss, cui bono, wem soll das nützen? Ihr wisst ja alle, dass hier Big Pharma im Hintergrund und alle anderen großen Geldgeber beteiligt sind an dieser international verflechteten Abschaffung der Demokratie. Lasst mich also in diesem Zusammenhang auf einen der größten deutschen Denker hinweisen, den Philosophen Immanuel Kant. Zitat Anfang. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Wir denken selten bei dem Licht an Finsternis, beim Glück an Elend, bei der Zufriedenheit an Schmerz, aber umgekehrt jederzeit. Der ziellose Mensch erleidet sein Schicksal. Der Zielbewusste gestaltet sein Schicksal. Das sollen wir uns immer wieder vor Augen halten. Lasst uns daher, ja. Ich bitte ihn, da sehr vor allem die Zitate von Richard von Weizsäcker bringt und ich blende die Folien dazu ein. Okay, ich werde mich also dann in dem Fall kurz fassen müssen. Meine Hinweise auf 1984 von George Orwell dürfte jedem Zuhörer bewusst sein und möchte eben das Zitat hier von Richard von Weizsäcker damit es abkürzen, der einer der echten Demokraten noch zu einer Zeit, als Deutschland noch eine echte Demokratie war. Er verstarb im Jahre 1994 und war von 1984 bis 1994 eben dort Präsident, Bundespräsident. Alle Diktaturen nähren sich aus der Angst der Untertanen. Ein Zitat von Richard von Weizsäcker. Und genau gegen diese Angst sollten wir den entsprechenden Mut aufbringen und aufstehen und gegen die Angst und den Mut zum Leben haben wieder. Und fördern wir dazu die Auseinandersetzung. Auch mit Andersgesinnten, Respekt vor der Menschenwürde, Meinungsaustausch ist notwendig. Und keiner, die Bitte hier auch von Richard von Weizsäcker an die jungen Menschen lautet, lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder Türken, gegen Alternative oder Konservative, gegen Schwarz oder Weiß. Lernen Sie miteinander zu leben, nicht gegeneinander. Und zum Abschluss noch das allerletzte Zitat, weil ich aufhören muss aufgrund der Gesetzlichkeit.
auch Weizsäcker sagt, keiner darf für sich den Besitz der Wahrheit beanspruchen, sonst wäre er unfähig zu Kompromiss und überhaupt zum Zusammenleben. Auch wieder ein Zitat, das am Anfang der EU noch gelebt wurde, aber jetzt scheint das nicht mehr der Fall zu sein. Also fassen wir den Mut aufzustehen für die demokratischen Werte und eigenverantwortlich zu leben, auch im Gesundheitsbereich. Und hier an den Schulen ein Appell, ich war ja auch ein Gymnasiallehrer und ich finde das unerträglich zu erfahren, dass Kinder in der Schule mit Maske negative psychologische Konsequenzen ertragen müssen. Wir wissen, dass die Suizidfälle sich vervierfacht haben, auch wenn am 30.03. noch im MTA-Magazin es hieß, dass 300% Suizidfälle bis Ende März auch statistisch nachweisbar waren. So heißt es dann im Ende, am 23.06. von Korrektiv. Und wir wissen, wer Korrektiv sponsert und bezahlt, heißt es das genaue Gegenteil. Nein, im Jahre 2019 waren die Notrufanrufe für die Psychiatrie viel häufiger als im Jahre 2020. Und so mit solchen Scheinwahrheiten, Unwahrheiten oder Lügen werden wir konfrontiert. Und dagegen müssen wir aufstehen. Und damit bedanke ich mich. Um keinen Konflikt zu verursachen. Danke. Vielen, vielen Dank, Ravi. Jetzt sind wir so gut wie am Schluss unserer Kundgebung und ich möchte unbedingt noch die Katharina Roland zu Wort kommen lassen. Bitte. Danke dir. Ja, ich hatte vor, euch auf eine Reise mitzunehmen, eine Reise vom Verstand in euer Herz, weil ich glaube, dass die Transformation, die wir auf dieser Erde brauchen, eine Transformation ist von einer Identifikation mit unserem Verstand hinein in unser Herz, in unser Fühlen. Fühlen, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir Teil eines lebendigen Ökosystems sind und dass unser Immunsystem gestärkt wird, wenn wir erkennen, dass wir in uns eine unendliche Kraft tragen, ein unendliches Potenzial und unendliche Liebe. Und da hätte ich euch gerne auf diese Reise mitgenommen und euch das mit dem wunderbaren Jürgen Solis, der extra aus dem Burgenland angereist ist, um mich zu begleiten. Aber ich habe dieses Märchen aufgenommen. Und ihr findet dieses Märchen unter Das Märchen von der abenteuerlichen Reise der Kinder des Lichtes auf YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nach Hause kommt und dieses Märchen anschaut, weil dieses Märchen wird euch zeigen, was für wunderbare, lichtvolle, wie auch der Samuel gesagt hat, es ist das Licht in uns, an das wir uns erinnern müssen. Und ihr werdet in diesem Märchen auch eine Idee davon bekommen, was die Seite, die vergessen hat, dass sie das Licht ist und die das Licht in ihrem Herzen eingesperrt hat, was die versucht mit uns zu machen und nicht erst seit März, sondern seit Hunderten von Jahren. Und es gibt Prophezeiungen, die sagen, dass 2012 ein jahrtausendealter Zyklus zu Ende gegangen ist. Ein Zyklus, der Kali-Yuga genannt wird. Das heißt, im und alles, was jetzt passiert, ist meinem Gefühl nach fürchterlich und es ist gleichzeitig wundervoll, weil wir müssen die Schatten ans Licht bringen und es sind jahrhunderte alte Schatten und jahrhunderte alte Verbindungen, die jetzt aufgedeckt werden und ans Licht kommen. Und wir können diese große Transformation in uns bestärken, indem wir auch unsere eigenen Schatten konfrontieren, indem wir sagen, wow, ich habe Freunde, ich habe Verwandte und die glauben daran, dass es ein tödliches Virus gibt. Und es ist ein Riesenspalt und ich kann damit nicht umgehen. Wir können alle damit umgehen und wir können auch sie in unser Herz nehmen und verstehen und diese Brücke überqueren.
Und jetzt ist die Polizei wahrscheinlich wirklich so, dass sie uns wirklich gerne von dieser Bühne hätte. Und ich danke euch und ich möchte noch sagen, mit mir ist Michael Jordan, Michael Jordan, der heute auch gesprochen hätte. Er ist elektrosensibel und beschäftigt sich mit Bäumen, wie die 5G und andere Elektrosmog, da steht er, die Bäume langsam sterben lässt. Und ihr könnt quasi mich, Michael, auch hören. Es gibt ein Video, das wir gemeinsam haben, das steht auch auf YouTube, das heißt Smart oder Leben. Und es ist auch dramatisch, aber es zeigt euch die Lösungen und es zeigt auch, wie genau. Wunderbar und wir sind. Das ist eben, was ich angekündigt habe. Es gibt unter uns Menschen, die haben Lösungen. Die sind nicht nur gegen etwas, die haben wirklich schon die Visionen und die Lösungen. Ich danke allen fürs Kommen. Ich danke der Polizei, dass wir hier noch verlängern durften. Sie haben es geduldet. Es ist jetzt niemand heraufgesprungen. Und wer immer jetzt auch kommen mag um 15 Uhr als nächste Demo, ich biete denen an, nach einem kurzen Gespräch, wenn es mit meinen eigenen Werten vereinbar ist, dass die hier auch noch sprechen dürfen. Gut, mit unserem Equipment werden wir sehen, wer kommt. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass eben um 15 Uhr eine nächste Demonstration angesagt ist. Vielen, vielen Dank, Wien. Und wir holen das nach, was wir heute versäumt haben. Bis bald. Das Märchen von der abenteuerlichen Reise der Kinder des Lichtes ist auf YouTube zu finden. Dankeschön. Danke dir.